Er hat vielfältig publiziert in einer großen Zahl von wissenschaftlichen Zeitschriften, referierten wissenschaftlichen Zeitschriften, aber er hat eben auch ein Oeuvre, das darüber hinausgeht, das versucht, die allgemeine Öffentlichkeit und die Politik zu den jeweils relevanten Themen anzusprechen. Er ist, wenn ich so sagen darf, auch der Erfinder der deutschen Schuldenbremse, wo natürlich viele den Anspruch erheben können, die Väter und Mütter gewesen zu sein. Aber sagen wir mal, der intellektuelle Kopf dieser Schuldenbremse, der steht hier. Und das ist ja etwas, um was es sehr stark geht jetzt bei dieser neuen Koalition. Wie kann man die ganzen schönen Wünsche erfüllen, ohne Geld zu haben? Und dann muss man sich verschulden, und verschulden darf man sich nicht. Also das ist eine Problemlage, die sicher eine besondere Rolle in dem Vortrag spielen wird. Aber er hat über viele andere Themen auch geredet, über die Frage der Europäischen Währungsunion, die No-Bail-Out-Regeln, über Inflation, Deflation, Weimarer Republik hat er geforscht. Auch ein ganz wichtiges Thema jetzt im Moment, wo ja die Inflation gerade wieder neu beginnt. Er hat über Schattenmärkte gearbeitet und über Steuerwettbewerb und. Also ich könnte den ganzen Abend damit verbringen, jetzt seine Werke hier vorzustellen, aber das will ich nicht tun. Wir wollen ja ihm Zeit geben. Er wird also 40 Minuten vielleicht jetzt vortragen. Und anschließend haben wir hier eine Runde von Fachleuten und Experten, die ihm Fragen stellen werden. Die werde ich aber dann nachher erst vorstellen, wenn es soweit ist. The floor is yours. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Hans-Werner, liebe Mitdiskutanten auf dem Podium, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Bildschirmen, die Sie zugeschaltet sind. Ich habe mir vorgenommen, für die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der neuen Bundesregierung, wie sieht es denn in der Wirtschaftspolitik nach der Wahl aus, sozusagen in einem Dreiklang vorzugehen. Nämlich erstens eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir aktuell stehen. Das strahlt vor allen Dingen aus auf die Themen Konjunktur, Inflation, Zinsentwicklung. Ich werde dann eine Reihe von Bemerkungen machen zum Thema Finanzpolitik. Also wie das Hans-Werner Sinn eben sagte, die Rahmenbedingungen für die neue Bundesregierung werden im Wesentlichen geprägt durch die finanzpolitischen Möglichkeiten, die bestehen im Rahmen der Schuldenbremse. Und es wird natürlich auch über Umgehungsmöglichkeiten diskutiert. Und wir dann zusammenführen mit der Frage der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, was finanzpolitisch nötig ist, um die großen Herausforderungen anzugehen, und dann andererseits, was darüber hinaus zusätzlich notwendig ist, damit das alles überhaupt funktioniert. Da haben wir eine Reihe von Themen, also Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie sind die 3D, die da immer genannt werden. Ich würde aber ganz gerne über den Dreiklang hinausgehen in diesem letzten Block und auch ein paar Anmerkungen zum Thema internationale Wirtschaftsbeziehungen zu machen. Das kann man auch in einem D fassen, nämlich in dem Stichwort Deglobalisierung. Aber vielleicht ist das auch vom Stichwort her schon ein bisschen überzogen. Jedenfalls geht es um die Frage, welche Geschäftsbedingungen wir im internationalen Umfeld die nächsten Jahre haben. Also soweit das Programm. Nächste Folie bitte. Wenn wir zur Konjunktur kommen, nochmal nächste. Das ist die Prognose des Sachverständigenrats vom März. Und morgen stellt er seine neue Prognose vor. Deswegen habe ich die reingenommen, damit Sie die alle noch mal vor Augen haben. Die Zahlen für morgen sind eigentlich schon da, die Abbildungen noch nicht. Das heißt, die werden erst morgen zugänglich sein bei der Übergabe des Jahresgutachtens. Die Kollegen haben im März damals die Wachstumsprognose für das jetzt laufende Jahr nach unten korrigiert. Zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend. Einerseits der Lockdown im Winter und zweitens aber schon die absehbaren Beschränkungen auf der Angebotsseite. Wobei ja, der Sachverständigenrat dachte, dass sich das doch auch ein bisschen schneller auflösen könnte. Die Zahlen sind, wie gesagt, schon veröffentlicht. Morgen wird der Sachverständigenrat noch von 2,7% für das laufende Jahr ausgehen. Also nochmal nach unten korrigieren und im Vergleich zu vor einem Jahr um einen ganzen Prozentpunkt nach unten korrigieren. Was Sie aber da rechts sehen, diese Abbildung bleibt im Wesentlichen gleich. Sie sagt nämlich, dass die deutsche Wirtschaft zum Ende des ersten Quartals 2022
auf dem Niveau des Bruttoinlandsprodukts wieder zu liegen kommt, das wir vor der Krise im Jahr 2019 hatten. Und dann im weiteren Verlauf 2022 auch in Richtung des alten Wachstumspfads unterwegs sein wird, die sogenannte Produktionslücke wieder schließt, sodass wir über den kräftigen Aufschwung dann wieder in eine Normallage wirtschaftlich gesehen kommen könnten. Für das nächste Jahr erwartet der Sachverständigenrat ein Wachstum von 4,7%, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also eine größere Dynamik, als er das im März für das kommende Jahr erwartet hat. Nächste Folie bitte. Es ist wichtig, wenn man sich diese ganzen Prognosen anschaut und so in diesem Geschäft ein bisschen unterwegs war, dass man sich vor Augen führt, Konjunkturprognosen sind im Wesentlichen nachfragegetrieben. Ja, also die wichtigsten Komponenten sind auf der Nachfrageseite angesiedelt. Privatkonsum, Staatskonsum, Investitionsnachfrage heißt es dann ja auch, Exporte minus Importe, das ist der Außenbeitrag, also die Nachfrage aus dem Ausland saldiert mit dem, was wir nachfragen. Zwar ist es schon auch so, dass beim Außenbeitrag und bei den Investitionen auch die gesamtwirtschaftliche Angebotsseite irgendwo aufscheint, aber es ist von der Dynamik her ganz klar so, dass die Nachfrage dominiert. Und deswegen sieht man bei den Korrekturen, die dieses Jahr für die Prognose im laufenden Jahr gekommen sind, dass die Prognostiker das, was jetzt in diesem Jahr eine Korrektur nach unten ist, im darauffolgenden Jahr in gewisser Weise kompensatorisch nach oben führen. Ja? Das ist nicht linear, also nicht 1:1 übertragen, sind ja ein bisschen komplexere Modelle, aber es ist schon erstaunlich in der Arithmetik, dass das, was wir für dieses Jahr an Wachstumseinbußen jetzt feststellen, von den Prognosen her zumindest, die ja an der Realität orientiert sind, dass das dann im nächsten Jahr zu höheren Dynamiken führen soll. Und ich sage das deswegen, weil die Probleme, die wir ja dieses Jahr festgestellt haben, kommen von der Angebotsseite. Die Nachfrage ist stark, die Auftragsbücher sind voll. Es sind zwar zuletzt auch in den Monaten August, September Auftragseingänge zurückgegangen, aber das liegt daran, dass die Produktion nicht nachkommt, weil Teile fehlen, weil Rohstoffe nicht da sind. Und das führt dann dazu, wenn man die Aufträge aus dem Vorjahr schon nicht abgearbeitet hat, dass der Kunde jetzt dieses Jahr nicht schon gleich wieder einen neuen Auftrag drauf gibt. Ja? Also deswegen, die Auftragseingänge als solches sind nicht beunruhigend für die Nachfrageseite. Wir stellen schon fest, dass hier eine enorme gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgestaut ist durch die Probleme, die wir gegenwärtig auf der Angebotsseite sehen. Was spreche ich da an? Das sind die berühmten Lieferkettenprobleme. Das hört sich auch immer schön an, aber irgendwie muss man sich ja fragen, warum dauert sowas 18 Monate, ja? Oder noch länger? Es ist einerseits so, dass Frachter durch die Corona-Krise im Frühjahr 2020 in Häfen angelandet sind, wo sie nicht gebraucht wurden und nicht mehr in Häfen verfügbar waren, wo sie gebraucht wurden. Man lässt den Frachter nicht ohne weiteres leer fahren, sondern es ist so wahnsinnig teuer, dass man dann einfach auch eine Zeit lang mal abwartet. Aber man muss schon auch sehen, wenn Sie die Bilder vom New Yorker Flughafen heute auf irgendwelchen Online-Medien anschauen, dann wird ja deutlich, dass die Vereinigten Staaten jetzt erst wieder für Ausländer und Ausländerinnen, die geimpft sind, die Einreise ermöglichen. Es gibt natürlich Sonderregeln für diejenigen, die mit einem Frachter anreisen, aber trotzdem sind die Restriktionen in den USA, in Australien, in anderen Staaten weltweit noch relativ stark geblieben über die Zeit. Wir haben die Situation beispielsweise, dass vor den Häfen der Westküste in Los Angeles und San Francisco Frachter Schlange stehen und nicht abgearbeitet werden können aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil die Einreise restringiert ist, weil dann die Abnahme durch entsprechende Transportmöglichkeiten noch nicht auf dem gleichen Niveau ist wie früher und so weiter. Das ist also die eine Seite. Die andere Seite ist ein Stück weit Protektionismus. Also denken wir an die Diskussion um Halbleiter. Die Halbleiterproblematik ist auch dadurch verursacht, dass China im Frühjahr vorigen Jahres auf Vorrat Mikrochips gekauft hat für die eigene Wirtschaft. Die Nachfrager dort, also in Taiwan und Südkorea, entsprechend eingekauft haben, vorbestellt haben. Aus der Sorge, dass Donald Trump möglicherweise wiedergewählt wird und der Handelskrieg noch mal schlimmer wird. Das Thema Mikrochips hat ja auch in diesem Handelskrieg eine Rolle gespielt, schon zuvor.
Das sind Probleme, die sich nicht so ganz leicht auflösen lassen. Und ich bin deswegen gespannt, ob all die Prognostiker und meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Sachverständigenrat mit ihren über 4, fast 5% für das nächste Jahr wirklich richtig liegen werden oder ob wir noch mit einer gedämpfteren Entwicklung rechnen müssen. Das ist sozusagen das Kaviat, was ich hier anbringen will. Nächste Folie bitte. Was ich da anspreche, schlägt sich unmittelbar auch in Preisen nieder. Baukosten sind 20% nach oben gegangen, verschiedene Rohstoffe, massive Steigerungen, die Frachtkosten natürlich sowieso auch, die sind regelrecht explodiert. Wir haben bei unterschiedlichen Produktgruppen kräftige Preissteigerungen, Nahrungsmittel sind beispielsweise nach oben gegangen. Das macht sich zum Teil auch bemerkbar in den Dienstleistungspreisen, weil zugleich Fachkräfte Engpässe da sind in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen regionalen Arbeitsmärkten. Und das führt dann dazu, dass die Preissteigerungen entsprechend stark sind. Ich tendiere immer noch dazu, Inflation nicht durch die Betrachtung der einzelnen Preise oder ein Bild über die einzelnen Preise hinweg zeichnen zu wollen, sondern vor allen Dingen auf zwei Einflussfaktoren zu rekurrieren. Wohl wissen, dass das auch nicht die einzigen sind, aber ich glaube, es sind die wichtigen, die dafür sorgen können, dass wir möglicherweise dauerhaft mit größerer Inflation zu rechnen haben in den nächsten Jahren. Das eine sind die Inflationserwartungen und das andere ist das monetäre Umfeld. Die Inflationserwartungen werden natürlich auch ein Stück weit von diesen unterschiedlichen Einzelpreisen, ob das Rohstoffpreise sind, Erzeugerpreise insgesamt, beeinflusst und getrieben. Aber es kommt ja schließlich auch darauf an, was die Konsumenten am Schluss erwarten. Was Sie rechts sehen in diesem schönen schwarzen Bild, das ist die Inflationserwartungen ganz am aktuellen Rand im Euroraum für die 5-Jahres-Frist. Die liegen im Moment etwas über 1,8% Inflationsrate für den gesamten Euroraum, fast 1,9, waren zwischendurch auch schon mal über 2. Und für die 5-jährige Zeitperiode würde die EZB jetzt vielleicht sagen, ist gut verankert bei 2%. Aber wenn man sich diese Dynamik seit 2020 anschaut, wäre es erstaunlich, wenn diese Entwicklung einfach bei 2% abbrechen würde. Ja? Es muss erwartet werden, angesichts der Entwicklungen, die wir aktuell haben, dass die Inflationserwartungen weiter nach oben gehen. Und was bedeutet das? Naja, bei höheren Inflationserwartungen werden die Marktteilnehmer dann heute schon versuchen, Preise anzuheben, weil sie die Preissteigerungen der Zukunft erwarten. Das gilt vor allen Dingen für den Arbeitsmarkt. Sobald wir hier die ersten Anzeichen sehen, ist es schon so weit, dass wir eine größere Dynamik haben, die schwerer in den Griff zu kriegen sein wird. Es zeigt sich in den Tarifabschlüssen, insbesondere in Deutschland, im Moment noch nicht so viel. Aber es gibt die ersten Stimmen aus der Gewerkschaftsszene, die sagen, wir müssen ja jetzt auch einen Abschluss erreichen, der wenigstens eine gewisse Kompensation für die höheren Inflationsraten bedeutet. Die Notenbanken sehen diese Entwicklung im Wesentlichen beschwichtigend. Wenn Sie sich die Äußerungen von Philip Lane beispielsweise gerade so in den letzten paar Tagen anhören, der sagt einfach, das ist eine temporäre Erscheinung. Er sagt das für den ganzen Euroraum und ich finde, dass man im Grunde für Deutschland noch ganz gut illustrieren kann, auf was er sich bezieht, aber dass es schon für andere Mitgliedstaaten deutlich schwerer ist. Also nehmen wir das für Deutschland. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich bei nach Schätzung der Bundesregierung für das gesamte Jahr betrachtet bei einer Inflationsrate von 3% für Deutschland rauskommen. Der Sachverständigenrat sagt 3,1, ist also eine ähnliche Größenordnung. Wenn man die jetzt aufteilt im Hinblick auf temporäre Effekte, dann spielt der CO2-Preis für nicht im EU-Emissionshandel erfasste Sektoren eine Rolle. Es spielt die temporäre Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr eine Rolle und die berühmten Basiseffekte, der Ölpreis, andere Energiepreise und Ähnliches. Nach den Schätzungen, die wir voriges Jahr im Sachverständigenrat gemacht haben, kann die CO2-Bepreisung, die vor allem für Verkehr und Gebäude seit dem 1. Januar gilt, seit dem 1. Januar 2022 gilt, dazu führen, dass wir 0,7 bis 1,2 Prozentpunkte in der Inflationsrate letztlich erklären können dadurch. Also wenn man da ans Maximum geht, 1,2 Prozentpunkte von 3 ist schon was. Bei der Mehrwertsteuersenkung, die ja temporär voriges Jahr für ein halbes Jahr galt, kann es bis zu einem Prozentpunkt sein, nach ebenfalls den Schätzungen, die wir voriges Jahr im Rat gemacht haben.
Das heißt, da kommen wir schon auf 2,2 Prozentpunkte. Und dann ist der Abstand zu den dreien gar nicht mehr so viel. Von daher habe ich Verständnis für diese Vorstellung, dass das transitorisch ist. Aber es ist eben nur ein Teil der Erklärung. Gerade im Euroraum sehen wir eine ganz andere Situation. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass die Fachkräfteengpässe, die jetzt aktuell an verschiedenen Ecken da sind, eben auch noch mal dauerhafter wirken können. Wir laufen gerade in Deutschland, aber auch in Italien, in anderen europäischen Staaten in eine demografische Problematik hinein, die dafür sorgt, dass auf dem Arbeitsmarkt der Fachkräftemangel noch stärker wird. Was bedeutet das, wenn die Inflationserwartungen nach oben gehen für das Zinsniveau? Man sieht links die Zinsentwicklung für den Euroraum in Orange und für die USA in zwei Blautönen Inflationserwartungen und Zinsentwicklung nebeneinander, sodass man hier sehr schön sieht, dass für die USA eine relativ enge Korrelation besteht, das Zinsniveau für zehnjährige Staatsanleihen nach oben geht, wenn die Inflationserwartungen nach oben gehen. Und da zeigt sich dann schon auch klar mittlerweile, dass die USA dieses Jahr noch über 2% bei den langfristigen Zinsen landen werden, während der Euroraum noch knapp unter Null ist und der Trend nicht so ganz eindeutig, aber das kann sich eben schon auch in Zinseffekten äußern. Nächste Folie bitte. Das Zweite, was ist das monetäre Umfeld? Und beim monetären Umfeld greife ich nicht einfach darauf zurück, was die Geldpolitik an Liquidität bereitstellt, sondern möchte eigentlich auch wissen, was das Finanzsystem mit diesem Geld macht. Also muss man auch die unterschiedlichen Geschäfte genauer anschauen, die die EZB zur Verfügung stellt und durchführt, beziehungsweise die anderen Notenbanken zur Verfügung stellen und durchführen. Es kommt also auch darauf an, dass die Geschäftsbanken, dass die Kreditinstitute das Geld, das sie reinnehmen, über die Kreditvergabe in die Realwirtschaft geben. Wenn sie das in irgendeiner Form für sich selber behalten können, diese Liquidität, aufgrund der Geschäfte, die ihnen angeboten werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Liquidität höhere Inflation kommt, heraustritt, geringer. Wir sehen das beispielsweise rechts für den Euroraum ganz gut, so in den Mitte 2010er Jahre war das Wachstum der Geldmenge, das ja letztlich auch die Kreditvergabe mit erfasst, relativ moderat und eher in der Größenordnung, die wir auch bei den Inflationsraten hatten, während bei den jüngeren Entwicklungen 2020, 2021 sehen wir Veränderungsraten der Geldmenge M3, die deutlich höher liegen. Und das zeigt sich eben auch auf der anderen Seite bei der Kreditvergabetätigkeit der Banken. Das heißt also, das monetäre Umfeld ist viel expansiver am aktuellen Rand, als es die 10 Jahre zuvor gewesen ist. Und wenn sich daran nichts ändert, dann bedeutet das, dass die höheren Inflationserwartungen mit dem Risiko, dass das über den Arbeitsmarkt und die Lohnforderungen geht und eine Lohnpreisspirale entstehen kann, auf ein sehr expansives monetäres Umfeld trifft und sich dadurch auch eine größere Dynamik bei den Inflationsraten ergeben kann. Ich sage das ganz vorsichtig, weil wir natürlich auch 10 Jahre hinter uns haben, in denen trotz hoher Liquidität die Inflation im Euroraum relativ wenig gemacht hat. Wenn man das mit den USA vergleicht, muss man auch sagen, das hat mit der Kreditvergabe zu tun. Und es muss einen nicht wundern. Nehmen Sie spezielle Geschäfte, die die EZB angeboten hat, beispielsweise ihre Anleihekäufe. Als im Jahr 2010, 11, 12 auch noch die Euro-Schuldenkrise viele Schlagzeilen gemacht hat und viele Sorgen bereitet hat, haben sich italienische Geschäftsbanken mit italienischen Staatsanleihen regelrecht vollgesaugt. Aus welchen Gründen auch immer, ob es dabei auch politische Gespräche gab, wird immer wieder spekuliert. Jedenfalls haben sie auf den Primärmärkten in großem Umfang Staatsanleihen gekauft. Damals zu relativ niedrigen Kursen bei einer ordentlichen Verzinsung. Ja, zum Teil 6-7% sind ja in der Spitze für italienische Staatsanleihen fällig gewesen. Als 2015 Mario Draghi mit seinem Anleihekaufprogramm PSPP, dem Public Sector Purchase Program, nach vorne ging, kauften die nationalen Notenbanken im europäischen System der Zentralbanken Staatsanleihen auf, dann natürlich zu relativ höheren Kursen, was die Zinsen auch am langen Ende des Marktes gedrückt hat. Und das bedeutete wiederum, dass die italienischen Geschäftsbanken in meinem Beispiel
ordentliche Buchgewinne realisieren konnten. Und das waren relativ große Buchgewinne. Ja? Das führte dazu, dass die Abschreibungen, die nötig waren bei faulen Krediten, um die Bankbilanzen wieder besser aufzustellen, leichter möglich wurden für die Banken, für die Geschäftsbanken, in meinem Beispiel in Italien, ohne dass sie in irgendeiner Form in die Kreditvergabe gegangen wären. Es ist nichts passiert oder wenig passiert. Ja? Und es hat nicht nur in Italien eine Rolle gespielt, es hat auch eine Rolle gespielt in Spanien, in Portugal, in allen südeuropäischen Staaten, in Frankreich in geringerem Umfang, in Deutschland in ganz geringem Umfang, weil Deutschland ja die Situation der EU-Schuldenkrise im Grunde nicht hatte, sondern als sicherer Hafen gilt. Es gibt aber auch andere Geschäfte, spezielle Programme, die an die Kreditvergabe für den Mittelstand gebunden sind und sehr günstige Konditionen fürs Bankensystem bereithielten. An denen haben auch die deutschen Banken ihren Anteil gehabt und ein gewisses Geschäft damit gemacht. Aber das ist beispielhaft die Situation, mit der man illustrieren kann, wie hohe Liquidität über Anleihekäufe zwar in das Geschäftsbankensystem zu den Kreditinstituten hineinkam, aber dann auf der anderen Seite nicht mehr hinausging. Ja? Und die Frage wird sein, was passiert jetzt in den kommenden Jahren? Was macht das Finanzsystem? Es geht ja dann nicht mehr nur um die Geschäftsbanken, es gibt ja auch andere institutionelle Möglichkeiten, auch individuelle Möglichkeiten, an Kredit zu kommen im heutigen System. Und die Frage muss auch beantwortet werden im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, die von der Regulierung gesetzt werden. Denn der Regulierer, in dem Fall wiederum die EZB für den Euroraum, hat ja durchaus auch Möglichkeiten, die Bedingungen so restriktiv zu machen, dass die Kreditvergabe schwierig wird. Wenn man sich die Situation in den 10 Jahren vor der Corona-Krise genauer anschaut, muss man sagen, da sind die Kredite schon auch eher in den Immobilienbereich gegangen, weil die Besicherung stärker war und damit die Eigenkapitalvorschriften leichter eingehalten werden konnten. Während risikoreichere Kredite an den Unternehmenssektor und schon gar nicht an Start-ups gewährt worden sind. Also das, was wir dann eigentlich bräuchten, mehr private Investitionen im Unternehmenssektor, hat so nicht stattgefunden. Dieses Umfeld sorgt dafür, dass wir entweder in diesen Zielkonflikt hineinlaufen, den viele gegenwärtig sehen, also ein Zielkonflikt vor allem auch für die Europäer, für die EZB, ob sie eine höhere Inflation zulässt oder bereit ist, die Zinsanstiege, die es gerade auch durch das Handeln der USA auf dem internationalen Kapitalmarkt geben wird, weiterzugeben ins europäische System hinein, was dann heißen würde, dass die hochverschuldeten Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bekommen können. Und man sieht das. Also wenn man so an den aktuellen Rand rangeht, sieht man in der Zinsentwicklung, dass immer dann, wenn die Sorge besteht, bei den Finanzmarktteilnehmern, dass die EZB schon frühzeitig aus den Anleihekaufprogrammen aussteigen könnte oder sie stärker reduzieren könnte, dann gibt es Zinsaufschläge für italienische und griechische Staatsanleihen. Das ist aktuell schon die Situation, in der wir sind. Ja? Oder anders gesagt, die EZB kauft aktuell auf den Sekundärmärkten die Neuverschuldung, die von den Mitgliedstaaten kommt, auf. Ja? Und sorgt damit für eine Refinanzierung und Sicherheit für die Primärmarktnachfrage. Nächste Folie. Damit sind wir bei den finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Die sind im Euroraum schwierig. Sie sind in Deutschland nicht so schwierig. Die Situation im Euroraum ist, schwierigere, vor allen Dingen für die Südeuropäer, aber mittlerweile auch für Frankreich. Wir haben Staatsschuldenquoten für Frankreich und Spanien in Höhe von 120% des Bruttoinlandsprodukts. Für Portugal sind sie sogar etwas höher. Für Italien liegen wir über 150% des Bruttoinlandsprodukts. Bei Griechenland sind es 220% des Bruttoinlandsprodukts. Natürlich ist das Bruttoinlandsprodukt auch runtergegangen in der Krise, aber die Verschuldung ist schon enorm. Wenn die Zinsen nach oben gehen und die Refinanzierung teurer wird, ist das durchaus für den einen oder anderen Mitgliedstaat, den ich jetzt genannt habe, ein Problem. Wenn wir darüber reden, was das eigentlich bedeuten müsste, dann ist relativ klar, dass das Konsolidierung heißt. Und Konsolidierung ist in gewisser Weise ökonomisch relativ einfach. Es muss gelingen,
in einem Umfeld dynamischeren Wirtschaftswachstums die Zuwächse, die das bei den Staatseinnahmen bringt, stärker ausfallen zu lassen als die Zuwächse bei den Ausgaben. Also das Einnahmewachstum muss größer sein als das Ausgabenwachstum. Das hört sich ganz, ganz simpel an. Ökonomisch gesehen ist das auch gar nicht so schwierig. Aber politisch gesehen ist es natürlich schon deutlich schwieriger, das zu schaffen. Also beispielsweise hat Italien im Grunde seit Eintritt in die Währungsunion kein Produktivitätswachstum mehr gehabt. Das ist leicht negativ im Durchschnitt. Und das ist die Voraussetzung für langfristiges Wirtschaftswachstum. Also eine schwierige Situation. Deswegen ist der wichtigste Schritt, den man nun erfüllen muss in Südeuropa, dass die Wachstumsdynamik zurückkehrt und vor allen Dingen, dass Italien das erreicht. Spanien, Portugal haben ja in der Finanzkrise schon deutlich mehr Wachstum, nach der Finanzkrise deutlich mehr Wachstum realisieren können. Ich habe gesagt, in Deutschland ist die Situation nicht so schwierig. Deutschland liegt im jetzt laufenden Jahr 2021 bei einer Staatsschuldenquote von 70% des Bruttoinlandsproduktes. Und Sie sehen hier die langfristige Entwicklung der Staatsschuldenquoten in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und man sieht diesen langfristig ansteigenden Trend der Staatsverschuldung seit den 1970er Jahren bis zum Jahr 2009. 2010 lag die Staatsschuldenquote bei 82,3%. Und dann hat die Bundesrepublik konsolidiert und die Staatsschuldenquote reduziert auf 59,7%. Nach den aktuellen Berechnungen ist sie dann voriges Jahr auf 68,8 oder 68,3, sowas in dieser Größenordnung, gegangen. Also ein bisschen niedriger, als die Erstabrechnung im Januar aussah, noch nicht einmal 70%, und dürfte dann dieses Jahr noch mal ein bisschen nach oben gehen. Aber nur noch leicht. Im kommenden Jahr 2022, trotz weiterer Staatsverschuldung des Bundes, wird davon ausgegangen, dass die Schuldenquote dann wieder unter 70% fällt, also auch bei 68, noch was liegen wird. Ja? Das ist ungefähr die Erwartung. Und dann kann man sagen, naja, da hatten wir ja offensichtlich jetzt in Staatsschuldenquote betrachtet im Jahr 2010 ein größeres Konsolidierungserfordernis, als wir aktuell haben. Ja? Von daher sieht es natürlich schon mal ein bisschen besser aus. Nochmal nächste Folie. Auch noch die positive Nachricht. Wenn man sich das anschaut, sehen Sie hier den Anstieg der Staatsschuldenquote in Prozentpunkten, beziehungsweise die Reduktionen, wenn es unter die Nulllinie geht. Und am aktuellen Rand ist das ein Anstieg um fast 10 Prozentpunkte, was sehr, sehr viel erscheint. Da stecken drin ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 4,3%, also Einnahmen minus Ausgaben saldiert. Und die Differenz ergibt sich, weil man Garantien, Bürgschaften, Kredite in einem bestimmten Ausmaß nach den haushaltsrechtlichen und nach den europarechtlichen Vorgaben in der Schuldenquote verbuchen muss. In dem Maße, in dem die Kredite zurückgezahlt werden, Garantien, Bürgschaften, die in der Corona-Zeit vergeben worden sind, nicht ziehen, konsolidiert sich das von alleine. Deswegen muss man sich nicht wundern, wenn jetzt dieses Jahr wiederum ein Defizit von, sagen wir mal, 4,6 oder 4,9% des Bruttoinlandsprodukts, wie manche Schätzungen zeigen, zustande kommen würde, dass dann trotzdem die Staatsschuldenquote nicht so massiv ansteigt und dann kommendes Jahr sogar sinkt, obwohl im kommenden Jahr wiederum vielleicht 2% Finanzierungsdefizit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zustande kommen wird. Ja, das hat mit diesen Buchungen zu tun, die man in den Beständen einerseits vornimmt und die wir in den Stromgrößen andererseits haben. Also, wenn Sie es noch mal ein bisschen plastischer wollen, die Lufthansa hat die Kredite, die ihr gewährt worden sind, im Zuge der Corona-Krise schon wieder zurückgezahlt, hat eine erste Tranche der stillen Beteiligung des Bundes abgelöst. Also man sieht schon auch, dass die Rettung insofern funktioniert hat, erstens, und auf der anderen Seite eben auch die Erfordernisse in der Konsolidierung geringer sind. Nächste Folie bitte. Das ist noch nicht das Ende der guten Nachrichten für die Konsolidierung des Bundes in den kommenden Jahren. Und damit kommen wir schon in die Finanzpolitik der Bundesregierung hinein. Denn die Spielräume im öffentlichen Haushalt sind stark. Das hat viel damit zu tun, dass wir in den vergangenen 10 Jahren, trotz der kräftigen Konsolidierung, die da stattgefunden hat, ich habe sie ja eben skizziert, an vielen Stellen Reserven bilden konnten im Bundeshaushalt, die ja mal mehr oder weniger offensichtlich sind. Ich werde gleich ein paar Beispiele nennen. Die Abbildung, die Sie da haben, ist links
die Abbildung, was in den Jahren 22, 23, 24 an haushaltspolitischem Spielraum da ist, wenn die Regelgrenze der Schuldenbremse nächstes Jahr schon wieder einzuhalten wäre. Die Bundesregierung hat schon im Frühjahr gesagt, dass sie das nicht machen will. Und angesichts der aktuellen Diskussionen würde ich davon ausgehen, dass sie es auch nicht macht. Das heißt, im nächsten Jahr gilt nochmal die Ausnahmeregel der Schuldenbremse. Und man hat mehr Möglichkeiten als das, was wir so sonst in der Regelgrenze drin haben. Rechts sind wir in der Situation, dass die Ausnahmeregel für 22 noch gilt und dann die nächsten 3 Jahre zur Regelgrenze zurückgekehrt wird. Die Berechnungen basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung des Frühjahrs 2021. Das ist die letzte offizielle, die vorliegt. Es gibt noch keine neue. Es gibt ja noch keinen Bundeshaushalt fürs nächste Jahr. Darin enthalten sind erstens 50 Milliarden Euro an Investitionen pro Jahr. Staatsinvestitionen, die der Bund tätigen will. Das ist wichtig, weil man dann im nächsten Schritt fragen muss, reicht das Geld denn für das, was da erwartet wird an Zusatzausgaben? Es ist nur der Bund, es gibt ja auch auf Landes- und kommunaler Ebene sehr viele Investitionen, die da noch nicht berücksichtigt sind in den 50 Milliarden. Zu diesen 50 Milliarden, wenn Sie in der rechten Abbildung die Diamanten anschauen, kommt ein Spielraum von 40 Milliarden, der möglich ist aufgrund der Verschuldung, die die Regelgrenze erlaubt, plus der Rücklagen aus der sogenannten Asylrücklage. Das sind alles, Asylrücklage ist das Orangene, das sind also alles in allem 40 Milliarden im Jahr 23. Es sind ungefähr 25, 27 Milliarden im Jahr 24. Und im Jahr 25 wird dann eine rote Null zu realisieren sein, nach dieser mittelfristigen Finanzplanung. Da steckt aber auch drin eine pessimistischere Steuerschätzung als die, die übermorgen in Berlin vorgestellt wird. Das heißt, da kommen noch mehr Steuereinnahmen dazu, die dann im Grunde noch einmal 10 Milliarden pro Jahr bringen. Dieser finanzpolitische Handlungsbedarf für das Jahr 2025 beläuft sich etwa auf 7 Milliarden Euro. Wenn man dann jetzt 10 Milliarden pro Jahr mit höheren Steuereinnahmen rechnen darf, so wie es wohl diese Woche berichtet werden wird, dann ist schon der finanzpolitische Handlungsbedarf in 25 weg. Das ist wichtig, weil man jetzt im nächsten Schritt eigentlich sagen muss, sind damit die Investitionsanforderungen, die diskutiert werden, finanzierbar? Und ich denke, sie sind damit finanzierbar. Ich werde das gleich anhand der unterschiedlichen Megatrends versuchen zu charakterisieren, beziehungsweise werde es im Abschluss charakterisieren. Nächste Folie bitte. Es kommt ja noch hinzu, dass aus den EU-Mitteln, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, weitere Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung zu finanzieren sind. Sie müssen die Abbildung jetzt, weil ich gleich weitergehe, gar nicht fertig lesen. Es reicht immer aus zu wissen, dass solche Dinge wie diese mittelfristige Finanzplanung der EU, der Finanzplan, unglaublich kompliziert erscheint. Man muss eigentlich nur mitnehmen, was links steht. Das ist die Aufbau- und Resilienzfazilität. Aus der bekommt Deutschland 23 Milliarden Euro, die auszugeben sind. Natürlich müssen wir das dann irgendwann mit der Transferkomponente, die da drin ist, an zusätzlichen Beträgen oder Beiträgen, kann man auch sagen, für das EU-Budget in der Zukunft auflösen. Aber das läuft dann ja noch bis 2058, also noch eine lange Frist. Nächste Folie bitte. Die Megatrends. Wie gesagt, die vier. Also als erstes Demografie, das ist die nächste Folie. Als zweites kommt dann die Digitalisierung und am Schluss die Dekarbonisierung. Und dann mache ich den Ausblick auf die Außenwirtschaft. Demografie hat 3 wesentliche Wirkungen. Erstens ist es schön, wenn man länger lebt. Und obwohl sich im Hinblick auf die Frage, wie gut man dann länger leben kann, die medizinischen Studien nicht ganz einig sind, vertraue ich auf die knappe Mehrheit derjenigen, die sagen, dass wir auch länger gesünder leben. Also dass es das sogenannte Siechtum näher an den Todeszeitpunkt heranrückt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht meines Erachtens. Der zweite Effekt der Demografie: die Sozialversicherungssysteme werden schwieriger zu finanzieren sein. Einfach weil weniger Erwerbstätige auf mehr Rentner treffen im System der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine alte Diskussion im Grunde, die sehr lange schon geführt wird, die ja auch zu Reformen im Rentensystem geführt haben. Aber jetzt kommt sie, die Demografie. Ab 2025 ist sie richtig da. Ja? Dann gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Und dann passiert Folgendes: es
kommen geburtenschwache Jahrgänge nach, die wiederum weniger Kinder haben, sodass der Nachhalleffekt eben bis 2080 gehen wird. Bis dahin, dann haben wir so einigermaßen den demografischen Übergang realisiert. Diese demografische Entwicklung lässt sich durch nichts letztlich kompensieren. Migration kann das nicht leisten, höhere Fertilitätsraten werden wir nicht schaffen. Und auch die Hoffnung über eine höhere Erwerbstätigkeit von denjenigen, die heute noch nicht Vollzeit arbeiten, die vollständige Kompensation der demografischen Effekte zu erwarten, das ist utopisch. Ja? Man kann in allen diesen Dimensionen sicher das ein oder andere erreichen, aber vielleicht nur zur Illustration, nach den Berechnungen von Axel Bösch-Supan hier aus München, bräuchte man zur Kompensation der demografischen Effekte Jahr für Jahr eine Zuwanderung aus dem Ausland von etwa 1,5 bis 1,6 Millionen Menschen, die die Durchschnittsproduktivität der Einheimischen mitbringen müssten, damit das überhaupt die günstigen Effekte für die Finanzierung der Sozialversicherung hat. Und das ist utopisch, meines Erachtens. Also dass so viele gut ausgebildete Leute wollen gar nicht nach Deutschland kommen. Ja? Also wenn man das durchdekliniert, am Ende wird die Finanzierung der Rentenversicherung durch neue Reformen sichergestellt werden müssen. Die Koalition, die jetzt verhandelt, hat in ihrem Sondierungspapier klargemacht, dass sie dazu nicht bereit ist. Es soll das sogenannte Rentenniveau bei einer sogenannten Haltelinie von 48% bleiben. Das ist der Anteil des Einkommens, das der sogenannte Eckrentner oder die Eckrentnerin in den letzten Jahren verdient hat. Es ist also nicht die Rentenzahlung, sondern das Rentenniveau. Die Rentenzahlungen steigen mit der Bruttolohn- und Gehaltssumme im Zeitablauf korrigiert um ein paar Faktoren. Und es steht drin, dass das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht steigen soll. Das ist festgehalten schon im Sondierungspapier. Es ist sozusagen ein Pflock, der eingeschlagen worden ist von den Sozialdemokraten. Und das ist aber die eigentliche Lösung, die wir ab 2031 brauchen werden. Man kann also sagen, naja, dann gönnen wir uns noch mal eine Legislatur, in der wir nicht entscheiden, aber dann muss es in der nächsten entschieden werden. Die Vorschläge, die lange auf dem Tisch liegen, auch da war Axel Bösch-Supan derjenige, der es als erstes vorgeschlagen hat. Und es wird seither von sehr vielen verschiedenen Institutionen, dem Sachverständigenrat, dem Beirat beim Wirtschaftsministerium, dem Beirat beim Finanzministerium, immer wieder wiederholt als Vorschlag, nämlich, dass man das gesetzliche Renteneintrittsalter binden soll an die fernere Lebenserwartung, also die Lebenserwartung, die man zu Ende der 50er Jahre eines Lebens noch hat. Und wenn dann die Lebenserwartung im Durchschnitt um 3 Jahre steigt, dann soll ein Jahr in der Rentenbezugsdauer verbracht werden und 2 Jahre in zusätzlicher Arbeitszeit. Also eine Zweidrittel-, Eindrittel-Aufteilung. Ja? Das würde auch dazu führen, dass wir im Hinblick auf den dritten Effekt, nämlich den dritten Effekt der Demografie, nämlich die Wachstumswirkungen, eine gewisse Erleichterung bekommen würden. Alleine durch die Tatsache, dass wir dann weniger Erwerbstätige haben werden durch den demografischen Übergang, sinken die zu erwartenden Wachstumsraten in der langen Frist. Also das Wachstum des Produktionspotenzials droht sich zu halbieren. Von zuvor in den vergangenen Jahren etwa 1,5-1,6% auf nur noch 0,8%. Und das heißt natürlich für die Wirtschaftsdynamik, dass es schwieriger wird. Es gibt einen weiteren Effekt der Demografie beim Wachstum. Das ist ein indirekter über die Innovationsbereitschaft der Menschen. Wird die Bevölkerung im Durchschnitt älter, dann ist sie weniger innovationsbereit. Das hat damit zu tun, dass die individuelle Produktivität, die ja zumindest im Durchschnitt verantwortlich dafür ist, dass man ein gewisses Einkommensniveau halten kann, diese individuelle Produktivität wird, je älter man wird, immer stärker durch das Erfahrungswissen gestützt. Und wenn man Erfahrungswissen braucht, um sein Einkommensniveau zu halten, dann sind Strukturwandlungen, sind größere Veränderungen in der Wirtschaft, große Innovationsschübe, sind eine Bedrohung dieses Erfahrungswissens. Und von daher ist man da eher skeptisch eingestellt im Schnitt einer älter werdenden Bevölkerung. Das liegt im Hinblick auf die Demografie vor uns. Ich nenne sie zuerst, weil sie heißt für die öffentlichen Finanzen in den nächsten 4 Jahren mal zunächst noch nicht ganz so viel. Es wird also einerseits keine Einsparungen geben, aber die große Dynamik auf der Ausgabenseite kommt erst später. Man kann allerdings etwas tun in der nächsten Legislatur, um die Ausgabendynamik wenigstens ein Stück weit in Grenzen zu halten, nämlich den sogenannten Nachholfaktor wieder einführen. Das ist ein Element der Rentenformel, der dafür sorgt, dass eine Rentengarantie,
die wir irgendwann nach der Finanzkrise eingeführt haben, dass diese Rentengarantie dann auch später ein Aufholen bei den Rentensteigerungen nach sich zieht. Was bedeutet das? Die Bruttolohngehaltssumme ist im Jahr 2020 massiv nach unten gegangen. Denken Sie nur an die Kurzarbeit, ja, was die Lohneinbußen insgesamt dadurch waren. Aber obwohl die Rentenentwicklung, der Rentenzahlbetrag an der Bruttolohn- und Gehaltssumme orientiert ist, sind die Renten dieses Jahr nicht gesunken, sondern für den Westen gab es eine Nullrunde, für den Osten eine leichte Steigerung. Wir haben ja immer noch die beiden unterschiedlichen Orientierungen, Westdeutschland, Ostdeutschland im Rentensystem. Die eigentliche Senkung, die notwendig gewesen wäre für dieses Jahr, die sollte gemäß einem Nachholfaktor in den Folgejahren nachgeholt werden, sodass die Steigerungen der Folgejahre nur noch halb so groß ausfallen, solange bis man eben diese Senkung einmal nachgeholt hat. Im kommenden Jahr werden Rentensteigerungen von rund 5,5% erwartet. Rentenzahlungen würden also entsprechend hochgehen. Hätte man den Nachholfaktor, wäre das nur die Hälfte, also sagen wir mal rund 2,5, bisschen drüber. Und von daher wäre das schon eine Möglichkeit, das System zu stabilisieren. Nächste Folie. Wenn ich über Innovation rede, auch nur ganz knapp, dann kommt man sehr schnell zur Digitalisierung als Herausforderung. Aber eigentlich ist die Vorbemerkung notwendig zu sagen, Innovation in Deutschland sieht nicht ganz so schlecht aus, wie wir das in der öffentlichen Debatte häufig meinen könnten. Wir sind in vielen Bereichen durchaus in der Spitzengruppe. Und wenn man sich jetzt überlegt, wo kommt die wichtigste Innovation des Jahres 2020 her, das ist die Erfindung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Und da ist mit einer sehr fortschrittlichen Technologie Deutschland mit BioNTech zusammen mit Moderna aus den USA vorneweg. Also nur zur Illustration, dass wir uns vielleicht da nicht ganz so klein machen sollten. Wir haben durchaus auch große Innovationsschritte in den Bereichen Maschinenbau, Automobil und Ähnliches in den vergangenen Jahrzehnten erreicht und sind relativ stark. Wo wir schwach sind, ist im Bereich der Digitalisierung. Und was diese Zahlen hier zeigen, das ist die Veränderung der Patentanteile im 10-Jahres-Vergleich. Also sagen wir mal, so Mitte der ersten Dekade der 2000er und Mitte der zweiten Dekade der 2000er. Und wenn wir diesen 10-Jahres-Zeitraum vergleichen, hat Deutschland seinen Patentanteil bei künstlicher Intelligenz halbiert. In Japan nicht ganz halbiert, aber auch kräftig runtergegangen. Und das hat mit dem Aufkommen Chinas zu tun, das ist links die dritte Säule, das sich bei KI massiv entwickelt hat. Allerdings sieht man auch, dass die USA ganz links ihren Niveau im Patentanteil gehalten haben, dass sie also da weiter stark sind. Ich glaube, zum Ehrlichmachen beim Thema KI gehört dazu, dass wir anerkennen müssen, dass vielleicht mit der Ausnahme Japans die führenden Staaten im Bereich KI diejenigen sind, die auch bereit sind, die Verbindung zwischen militärischem Komplex und künstlicher Intelligenz zu suchen. Das sind die USA, das ist China, das ist Südkorea und das ist auch Israel, das ich jetzt hier nicht mehr in der Abbildung drin habe. Ja, also diese vier Staaten sind im Bereich KI sehr dynamisch und haben gerade die Verbindung eben mit dem militärischen Komplex. Das Internet ist im amerikanischen Militär erfunden worden, der Touchscreen. Es gibt die Verbindung mit der DARPA, mit der sogenannten, also einer Agentur, die Innovationen fördert und mit nach vorne bringt. Wir versuchen das in Deutschland zu imitieren mit einer Agentur für Sprunginnovationen, aber die soll natürlich nichts Militärisches machen, weil Deutschland eigentlich nicht bereit ist, was Militärisches zu tun. Ja, es gibt ja immer noch den Traum, dass die Bundesrepublik eine große Schweiz sein könnte. Ich glaube, dass das ein Traum ist, der nicht realistisch ist, aber es ist zumindest nicht die Bereitschaft da, den gleichen Weg zu gehen. Und deswegen glaube ich schon auch, dass wir im Bereich KI, Digitalisierung sehr viel erreichen können, aber mit einer ähnlichen Strategie, wie wir sonst in unserer Industrie unterwegs sind, nämlich in ganz bestimmten Bereichen, vielleicht sogar in Nischen, mit nach vorne zu gehen und dann dort Führerschaft zu erringen. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Nächste Folie. Mittel sind vor allem, also finanzielle Mittel sind jenseits der privaten Investitionen, die hier erforderlich sind und jenseits von Forschung und Entwicklung, wo der Staat auch die Grundlagen und teils die angewandte Forschung mitfinanziert,
notwendig im Bereich des öffentlichen Dienstes. Hier sind die größten Rückstände, die es im Bereich der Digitalisierung überhaupt gibt. Da ist Deutschland am weitesten zurück und nichts hat das so schön und so deutlich gezeigt wie die Corona-Krise. Im Bereich öffentliche Verwaltung im engeren Sinne, im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung, vor allem die Schulen. Es geht dabei schon auch um die Finanzierung von Infrastruktur, von Hardware und Software, aber es genügt uns ja nicht, die Schülerinnen und Schüler mit Tablets auszustatten. Auch das ist ziemlich klar, dass es nicht funktionieren wird, wenn das Personal drumherum, also die Lehrerinnen und Lehrer, nicht entsprechend ausgebildet sind. Also wir haben schon vieles zu tun in diesem Bereich, was dann gar nicht mal so viel Geld kostet. Hier die Beispiele aus der elektronischen Patientenakte und elektronische Rezepte. Das ist das Gesundheitssystem und da ist Deutschland in Blau mit Österreich zusammen am unteren Ende, da gibt man sich die rote Laterne sozusagen in die Hand. Ja? Es ist nicht besonders vorteilhaft, was wir da sehen. Und Corona zeigte das sehr schön, wenn Sie einen Bauantrag in 20-facher Ausfertigung physisch abgeben müssen, damit jede einzelne Stelle diesen Bauantrag auch bekommt, dann sind wir eigentlich weit zurück. Es wäre möglich, das in einer Datei abzugeben, die weitergereicht wird zwischen den unterschiedlichen Ämtern. Und dann können wir hier an dieser Stelle sicher auch was tun. Die Mittel, die man dafür braucht, sind gar nicht mal so groß. Ja, also Bereich Forschung und Entwicklung schon auch. Infrastruktur gibt es schon die privaten Anbieter, die unter der Hand einem mitteilen, sie wären froh, wenn der Staat nicht so viel machen würde, weil das Geschäftsmodell kaputt gemacht wird. Ja, also auch das hört man schon zuweilen. Kommen wir auf die nächste Folie, den dritten Bereich, nämlich das Thema Klimaschutz. Ja, Klimaschutz ist ein schwieriges Thema, weil es ja wirklich ein globales öffentliches Gut ist, das man hier bereitstellen muss. Und es braucht deswegen eine weitreichende Koordinierung international. Aber man kann schon sagen, vier Säulen für die Klimaschutzpolitik des Bundes in den kommenden Jahren werden wohl eine Rolle spielen, nämlich erstens der CO2-Preis. Der war im Oktober bei 60 Euro je Tonne CO2 im EU-Emissionshandelssystem und müsste nach unterschiedlichen Berechnungen, ja, so unsicher die auch immer sein mögen, eher doppelt so hoch sein, wenn man in Richtung 1,5 Grad Ziel will. Wenn man das macht, nächste Folie, dann braucht man einen Sozialausgleich. Wir können die Energiekosten, die sowieso schon die höchsten, also Energie- und Stromkosten, die sowieso schon die höchsten in der entwickelten Welt sind, nicht noch weiter nach oben treiben, ohne vor allen Dingen Personen mit niedrigen Einkommen Transfers zu bieten, also sie dafür zu kompensieren. Das ist nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Und da kommt man quasi zu diesem Digitalisierungsthema zurück. Denn Deutschland hat kein System, in dem man quasi wie in der Schweiz diese Einnahmen pro Kopf an die Individuen, die hier leben, zurückgeben könnte. Wir haben das nicht bei den Anwohnermeldeämtern. Wir stellen ja immer fest, wenn ein Zensus kommt oder ein erweiterter Mikrozensus, dass in Deutschland plötzlich 2 Millionen Menschen weniger leben als in der Fortschreibung der Informationen aus den Einwohnermeldeämtern. Das hat damit zu tun, dass die Kommunen die Wegzüge nicht vorhalten, weil sie sonst weniger Geld im Finanzausgleich bekommen. Wir haben ein Sozialsystem, Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung mit unterschiedlichen Bemessungsgrenzen, Sonderregeln für Selbstständige, umfassende Informationen bietet das nicht. Wir haben bei der Steuer auch die Möglichkeit nicht. Es gibt zwar eine Steueridentifikationsnummer angeblich ab Geburt, aber wenn die Leute unter dem Freibetrag bleiben, fällt das eigentlich nie auf und wir wissen nachher nicht mehr, wo sie wohnen. Ja? Das Einzige, was ansatzweise funktionieren kann, ist der Rundfunkbeitrag. Man kann die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Haushalt über die Verrechnung mit dem Rundfunkbeitrag zurückgeben, weil nämlich die frühere GEZ hat Informationen über, über die Haushalte und weiß dann wenigstens, wo die sind. Das ist also das Zweite. Das Dritte, nächste Folie, sind Investitionen. Was Sie hier sehen, sind die privaten Investitionen in Blau und die staatlichen Investitionen in Orange. Das Verhältnis ist etwa 8:1. Und wenn man nun Schätzungen sieht, dass 500 Milliarden Euro erforderlich wären für den Klimaschutz, Agora Energiewende, oder 2 Billionen Euro für den Klimaschutz in den nächsten 10 Jahren, EU-Kommission 2019,
dann sind dort typischerweise private und staatliche Investitionen zusammengenommen. Und das muss man sich vor Augen führen. Wenn man nämlich jetzt die 2 Billionen, also wegen mir auch die größere Schätzung der EU-Kommission nimmt, über 2 Billionen sind es sogar für Deutschland, durch 10 dividiert, das Verhältnis 8:1 oder 90% private Investitionen, 89% genauer, anwendet, dann landen wir ungefähr bei, wenn man großzügig rechnet, bei 35 Milliarden Euro pro Jahr. Ich habe gesagt, 50 Milliarden hat der Bund alleine eingestellt für die nächsten Jahre. Das ist in dem Rahmen. Ja? Allerdings muss man sagen, das sind staatliche Investitionen eng genommen. Natürlich stellen sich verschiedene Unternehmen und Unternehmensgruppen vor, dass der Staat ihnen die Anfangsinvestition zahlt und möglichst noch Betriebskostenzuschüsse. Das ist für mich keine öffentliche Investition, sondern eine Subvention. Und ich finde schon, dass man das trennen sollte, wenn man ordnungspolitisch sauber vorgeht. Ich habe es eingeleitet mit international. Nächste Folie. Wir brauchen eine Vereinbarung mit China und Indien, ansonsten wird es nicht funktionieren. China hat heute die mit Abstand höchsten Emissionen an CO2, höher als die gesamte westliche Welt zusammen, und die Dynamik ist groß, immer noch. Indien ebenfalls eine große Dynamik. Ich will nicht die internationalen Vereinbarungen, die es dann schon gibt, irgendwie schlecht machen. Ich glaube, dass wir da auch vorankommen. Auch Ideen des Klimaklubs gehen in die richtige Richtung. Aber entscheidend wird natürlich sein, dass es uns zu demonstrieren gelingt, dass wir über Innovation, neue Technologien, ohne die deutsche Wirtschaft kaputt zu machen, in Richtung Klimaneutralität gehen können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt. Wenn Sie es jetzt nochmal zusammennehmen zu den finanzpolitischen Rahmenbedingungen, Sie sehen aus meiner Sicht, wenn man diese Rahmenbedingungen anschaut, das, was wir da an Investitionsmöglichkeiten haben, an Finanzierungsmöglichkeiten haben für Investitionen, dürfte ausreichen in den kommenden Jahren, allemal in der nächsten Legislaturperiode. Konsolidierung über Wachstum ist das entscheidende Stichwort, das müssen wir realisieren. Dann sprudeln die Einnahmen, Steuererhöhungen brauchen wir dafür nicht. Das lässt sich also eigentlich ganz gut realisieren. Das ist der rosige Teil. Letzte Folie. Das ist der nicht rosige Teil. Denn die vierte Herausforderung, finde ich, ist die schwierigste. Und sie entzieht sich auch ein Stück weit der Kompetenz eines Ökonomen. Denn wir stellen ja fest, dass nach der Finanzkrise Protektionismus in vielerlei Hinsicht zugenommen hat. Wir haben das während der Regierungszeit von Donald Trump als Trump-Phänomen in Deutschland in der Öffentlichkeit diskutiert, als ob die Rivalität zwischen den USA und China nur eine solche wäre und nicht eine Rivalität zwischen dem Westen und China. Und die Frage wird schon sein, wie es in den zukünftigen Jahren, vielleicht auch schon am aktuellen Rand gelingt, eine weitere Verschlechterung dieser Beziehungen auf diplomatischem Wege zu verhindern, ohne dass sich China weiter expansiv ausdehnt und das, was in der Außenpolitik als Finnlandisierung von Südostasien geführt wird, stattfindet. Das muss eigentlich verhindert werden. Und in diesem Gefüge ist es natürlich schon schwierig, zu guten Vereinbarungen zu kommen. Und für die deutsche Wirtschaft heißt das natürlich, dass man in stärkerem Maße schauen muss, ob es noch genauso wie zuvor möglich ist, gute Geschäfte mit China, Asien allgemein zu tätigen, wie wir das die vergangenen 10 Jahre tun konnten. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die deutsche Wirtschaft. Große Unternehmen, große deutsche Unternehmen sind stark engagiert. Volkswagen hat beispielsweise mit dem Gesamtkonzern einen Umsatz von 40% seines Gesamtumsatzes in China, ja, des Konzerngesamtumsatzes dort. Und das ist dann natürlich schon eine größere Bedrohung. Das ist das Moll, was für die Bundesregierung ansteht. Und ich glaube, man muss vor dem Hintergrund auch sagen, dass man so gut wie keinerlei Äußerungen zur Außenpolitik im Sondierungspapier findet. Mag vielleicht auch den diplomatischen Anforderungen geschuldet sein. Aber es wäre sehr schade, wenn diese Bundesregierung in der Außenpolitik nicht stärkere Akzente setzte. Denn das ist die wichtigste Voraussetzung für die Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Bitte. Ja, doch ein bisschen mehr, ne? Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag, der das ganze Spektrum der Aufgaben der neuen Bundesregierung hier abdeckt und eben Möglichkeiten aufzeigt, eben aber auch Probleme, die zu tun haben mit der Angebotskrise, in der wir uns befinden. Das ist ja das, was du erst gezeigt hast, und auch der Inflation. Vielleicht sollte man noch ergänzen,
der Index der gewerblichen Erzeugerpreise, der die ganzen Zwischenstufen der Produktion auch misst und vielleicht ein gewisser Frühindikator für spätere Inflation der Endproduktpreise ist, der ist in Deutschland am aktuellen Rand um 14,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und in den anderen europäischen Ländern haben wir auch solche Größenordnungen. Frankreich 13, Italien glaube ich 15 und es geht bis zu über 20% in Holland und, oder in Finnland. Also die Inflation ist nicht Zukunftsmusik, sondern sie ist tatsächlich da. Und da kommt meine erste Frage. Ist es dann nicht eigentlich angemessen, eine restriktive Wirtschaftspolitik im keynesianischen Sinne zu machen? Du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die ganzen keynesianischen Modelle, die von den Wirtschaftsforschungsinstituten verwendet werden, die die Nachfrage prognostizieren, dass die ja wirkungslos sind, weil wir eine Angebotsbeschränkung haben. Und die Differenz zwischen dem knapper werdenden Angebot und der starken Nachfrage, die durch den Staat auch gestützt ist, die ist so groß, dass diese Inflation halt getrieben wird. Sollte man dann nicht konsequenterweise den Nachfrageüberhang beseitigen und jetzt ans Konsolidieren denken, statt im Jahre 2022 nochmal wegen Corona die Regeln des Grundgesetzes außer Kraft zu setzen? Ja, Hans-Werner, ich kann dem viel abgewinnen. Ich habe nur versucht, auf Basis des Status quo sozusagen pragmatisch zu sagen, da werden wir gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung das ändern kann, angesichts der Diskussionen, die wir jetzt führen. Ich finde, dass wir vor allen Dingen auch bei der Geldpolitik für den Euroraum noch schnellere Reaktionen benötigen. Ich habe versucht, das etwas mehr noch in die längere Perspektive zu ziehen. Die Inflation ist da, wie du sagst. Klar, wir haben jetzt im Vormonatsvergleich, also beziehungsweise im Vorjahresmonatsvergleich, Inflationsraten im November, Dezember von über 5% in Deutschland. Ja, also das ist schon so, dass das eine ordentliche Dynamik ist. Dafür kann man aber, und das macht ja die EZB, auch die temporären Faktoren ins Feld führen. Ja, ein Stück weit. Ich glaube schon, dass das monetäre Umfeld viel zu expansiv ist, um in den nächsten Jahren die Inflation zu verhindern. Und dass man deswegen schon auch frühzeitiger aussteigen sollte aus den Anleihekäufen, die die EZB betreibt. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, weil auf diese Art und Weise werden wir auch Veränderungen beim Zinsniveau bekommen. Und die Mitgliedstaaten werden einen größeren Anreiz haben, auch tatsächlich zu konsolidieren. Denn einfach nur den Appell an die Fiskalpolitik im Euroraum zu richten, Italien, Spanien, Frankreich, ihr müsst jetzt konsolidieren. Nächstes Jahr sind in Frankreich Wahlen, da sagt der Finanzminister ganz klar, wir machen gar nichts. Ja? Ich war Anfang September, am 1. Septemberwochenende in der Villa d'Este am Comer See. Da war Bruno Le Maire. Ich habe ihn gefragt, was machen Sie denn an Reformen, sozusagen als Gegenleistung für die Zahlungen, die es im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gibt. Und er sagt, wir machen nichts, nächstes Jahr sind Wahlen, warum sollten wir irgendwas tun? Das hat er ganz offen auf offener Bühne gesagt, nicht nur im persönlichen Gespräch. Also da muss, glaube ich, schon auch der Druck von den Finanzmärkten kommen, damit dann in der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten sich was ändert. Für Deutschland ja, mit der Konstellation, die wir jetzt in der Ampel haben, erwarte ich nicht, dass die Ausnahmeklausel nächstes Jahr nicht gezogen wird, sondern man wird sie nochmal ziehen. Aber faktisch bleibt am Jahresende vermutlich dann doch weniger an Defizit übrig und weniger an expansivem Impuls, auch weil es gar nicht gelingt, vor dem Hintergrund der Angebotsprobleme diese ganzen Mittel zu verausgaben. Gut, das heißt also nichts wirklich Gutes und die Prognose kann man ja nur teilen. Natürlich werden die sich nicht bewegen, sondern die wollen jetzt erstmal richtig Geld ausgeben. Das war übrigens in den 70er Jahren ganz ähnlich, als wir die Ölkrise hatten. Damals hatten wir die sozialliberale Koalition. Die FDP hat gesagt, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Die SPD hat damals gesagt, wir haben aber tolle Programme, die müssen wir jetzt finanzieren. Und die Konsequenz war dann eben ein gewaltiges keynesianisches Programm, also eine Nachfrageüberschuldung durch Verschuldung, was die Preise dann richtig hochtrieb. Nun, wir haben heute Abend verschiedene Gäste noch hier und die möchte ich mal kurz vorstellen, denn die sollen sich an der Diskussion beteiligen. Wenn die Kamera mal hier zu meiner Rechten Alexander Egger zeigt, ganz am Rand,
Alexander Egger ist Gastronom und Hotelier, der bei uns ist. Neben ihm sitzt Franz Christoph Zeitler, der war ehemals im Vorstand der Deutschen Bundesbank, also ein Geldexperte. Dann hier direkt zu meiner Rechten Edward Krubasik vom Vorstand der Firma Siemens, langjähriger Mitarbeiter dort in führender Position. Und dann haben wir Michael Kerklo. Michael Kerklo war der Leiter des Flughafens München, der ihn wirklich groß gemacht hat. Und dann haben wir Marc Tenbücken, der Leiter des Ausschusses für Mittelstand im Wirtschaftsbeirat Bayern ist. Also die Herren haben verschiedene Fragen, die jetzt sie an dich richten möchten. Ich weiß nicht, mit wem ich anfangen soll. Wer prescht vor? Herr Krubasik. Herr Feld, Sie haben die Demografie als eine Innovationsbremse beschrieben. Andererseits wissen wir, wenn wir mit weniger Arbeitskräften Produktivität und Wachstum schaffen wollen, brauchen wir neue Technologien. Und das heißt, wir brauchen mehr Innovation, als wir bisher vielleicht schon schaffen. Die Frage ist, was müssen wir machen, damit wir in Deutschland so innovationsaktiv oder innovationsfreudig sein können? Und ich hänge da gleich eine Spezialfrage an zu dem Thema künstliche Intelligenz, das Sie auch erwähnten. Alle Experten sind sich einig, dass das vor allem wegen der kurzen Pipeline aus der Forschung in die Anwendung zu einem Großteil über die Startups laufen wird, die dann teilweise auch wieder von den großen Unternehmen gekauft werden. Und dass also Venture Capital am Ende entscheiden wird, ob USA, China oder Europa gewinnt. Jetzt sehen wir gerade in den europäischen Ländern meistens mit einem halben Promille des Bruttoinlandsprodukts mit Venture Capital dabei. Die guten Länder haben etwa 10-mal so viel, also USA hat etwa 10-mal so viel als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Wie kommen wir mit diesem Thema einmal vorwärts? Also Innovation und Venture Capital. Ja, ich bin noch versucht, die letzte Bemerkung von Hans-Werner Sinn kurz zu kommentieren, bevor ich zur Innovation komme. Ich finde schon, dass die Parallelen zu den 70er Jahren frappierend sind. Also eigentlich noch End-60er, weil die hohen Inflationsraten Anfang der 1970er, vor dem Zusammenbruch von Bretton Woods, die sind ja schon in den 1960ern zugrunde gelegt worden. Ja? Durch die Entscheidungen, die wir im internationalen System von Bretton Woods gehabt haben. Und es ist, wenn man die Parallelen sieht, erstaunlich, wie stark die sind. Die Beteuerung von Arthur Burns damals, dass das alles nur vorübergehend und temporär wäre und dass man im Grunde auch das monetäre Umfeld nicht genau betrachtet hat, sondern lieber auf Cost-Push oder Lohn-Preisspiralen gegangen ist, anstatt sich zu fragen, was machen wir eigentlich monetär? Diese Parallele sehen wir heute beispielsweise in den Äußerungen von Phil Lane in der EZB genauso. Ja? Und der Unterschied in der Finanzpolitik zu den 70er Jahren für Deutschland besteht darin, dass wir mit der Schuldenbremse eine restriktivere Regel haben als damals. Das ist nicht so einfach, an der vorbeizukommen. Ja? Alles, was man dann tun kann, Investitionsgesellschaften werden diskutiert, Rücklagennutzung wird diskutiert, Transformationsfonds bei der KfW, jetzt wird versucht, an der Konjunkturkomponente, also der Konjunkturbereinigung zu drehen, solche Dinge. Das kann man aus Sicht, also entweder juristisch, eines juristischen oder eines ökonomischen Fachpublikums in der Öffentlichkeit sehr schnell zerpflücken. Und das war früher schwerer. Also von daher bin ich gespannt, wie man das dann noch zusammenbringen wird. Zur Innovation. Also Innovationsfragen. Ein Teil ist natürlich, was passiert im Bereich Forschung und Entwicklung. Einerseits der Grundlagenforschung, andererseits der angewandten Forschung. Und da finde ich, dass Deutschland, ja, wenn wir uns das anschauen, vielleicht auch hinter den Innovationsführern in den USA ein bisschen zurück ist, aber in der ganzen Breite der Forschung ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Dort, wo wir Schwierigkeiten haben, ist diese Ideen dann nachher auch umzusetzen, also wirklich Innovation zu erreichen. Bei der Invention sind wir nicht so schlecht, oder man kann auch plakativer sagen, beim Umsetzen von Geld in Wissen sind wir nicht so schlecht. Bei der Umsetzung von Wissen in Geld, da sind die Probleme da. Ja?
Und wir haben einerseits bei dieser Realisierung eine ganze Reihe von Hemmnissen, die existieren, die wir ja durchgehend bei Investitionen sehen, nicht nur bei den innovativen. Wir haben eine Vielzahl von Rechtsbereichen, die mittlerweile so eng sind, dass sie sich dann noch über ihre Wirkung, über die Interaktion ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Und ich glaube, dass wir hier sehr viel tun müssen. Ich denke, wenn diese Ampelkoalition das wahrmacht, was sie in dem Sondierungspapier drinstehen hat, klare Prioritäten für Investitionen und Innovation zu schaffen, indem man die Rechtsbereiche durchforstet und fragt, was brauchen wir davon, was brauchen wir nicht mehr, dann hätten wir schon einen kräftigen Fortschritt. Das ist wichtig. Ich kann Ihnen vielfältige Beispiele dazu nennen, wo wir diese Interaktion haben. Im lokalen Bereich, wenn Sie hier in der Münchner Innenstadt ein Gebäude sanieren wollen, wegen mir auch wegen Brandschutzauflagen oder weil Sie denken, wir wollen jetzt in Richtung Klimaschutz gehen und energetische Gebäudesanierung machen und es ist denkmalgeschützt auf der anderen Seite, dann haben Sie Schwierigkeiten. Ja? Und wenn dann nicht irgendwer da ist, der versucht, den gordischen Knoten der unterschiedlichen Interessen und Vorschriften zu zerschlagen, dann realisiert man die Investition nicht. Und wenn dann die Baukosten noch in kurzer Zeit so nach oben gehen wie aktuell, wird es auch nicht mehr gemacht. Ja? Und genauso haben wir den Konflikt zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Die Umweltschutzvorschriften werden genutzt von denjenigen, die diese typische Not-in-my-backyard-Problematik ausnutzen, das alte Florians-Prinzip. Die wollen die Stromtrassen nicht in ihrem Garten haben, aber für den Klimaschutz müssen wir sie in den Süden verlegen und so weiter. Ja? Also es gibt vielfältige Restriktionen in dieser Hinsicht und da muss man einiges tun. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite auf der Finanzierungsseite bleibt der deutsche Kapitalmarkt kleiner und dünner als der amerikanische. Und das lässt sich nicht leicht korrigieren. Denn wir haben nun mal die Größe an sich nicht, dass die Skalierung schon nicht geht, weil wir keinen europäischen Kapitalmarkt haben. Und die Kapitalmarktunion ist in weiter Ferne. Bis wir dahin kommen, wird lange, lange dauern. Und andererseits, durch unser System der Altersvorsorge, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung im Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung ist, hat einen zusätzlichen Effekt, der auch stark ist. Also kommen wir nicht auf das amerikanische Niveau. Das werden wir nicht realisieren können. Und vor dem Hintergrund finde ich schon, und wir haben das im Sachverständigenrat jahrelang diskutiert, dass man zur Kompensation dieser Nachteile auch steuerliche Maßnahmen ergreifen sollte. Also beispielsweise das neues Eigenkapital, das in die Unternehmen fließt, mit einem kalkulatorischen Zins abzugsfähig angesetzt werden könnte. Dann würde man in Richtung Finanzierungsneutralität gehen und hätte auf die Art und Weise schon auch eine gewisse Stärkung. Ja? Ich glaube, das wäre wichtig. Und das ist in der Breite wahrscheinlich teurer als alle Venture Capital Fonds, die der Bund auflegt. Aber es wäre günstiger für die wirtschaftliche Entwicklung. Hat noch jemand was zur Innovation? Sonst würde ich an Herrn Zeit. Ja, Herr Kerklo. Ich wollte da also nicht direkt zur Innovation, aber das hängt damit zusammen. Eigentlich nochmal den Gesichtspunkt aufgreifen, weil wir reden ja über die Ampel. Ja. Und vorher gab es ja zwei Schlagworte im Wahlkampf. Das eine war Entfesselung, ja, von Armin Laschet. Und das zweite war Aufbruch, kam von den Grünen und wird zum Teil ja auch in einer pragmatischen Weise von der SPD jetzt aufgegriffen. Und dahinter steckt ja im Grunde genommen das Thema Geschwindigkeit und die These, die Sie ja vorhin gehabt haben, ja, Wachstum kann das finanzieren, was wir da jetzt als Umbau haben. Also brauchen wir eigentlich eine Entfesselung dieser Kräfte, ja. Und das sollte möglichst schnell gehen. Und dazu gehört natürlich Entbürokratisierung, aber glauben Sie tatsächlich, dass es in Deutschland bei der Staatsgläubigkeit, die da herrscht, bei der Regelungswut, weil wir ja auch so genau sind, wir wollen ja alles regeln, überhaupt geht? Weil das Thema ist ja auch jetzt schon wieder Subventionsabbau. Ja, wie machen wir das eigentlich? Gibt es überhaupt was wir abbauen können? Ja. Und wie reagieren dann die, denen es dann weggenommen wird? Gibt es da eine große Idee, die man entsprechend vorschlagen kann, dass man tatsächlich sagt, und jetzt machen wir mal einen richtig großen Schritt beim Thema Entbürokratisierung, also Entfesselung, um nochmal diesen Begriff von Armin Laschet zu nehmen. Ja? Weil ich glaube, dass das viele Menschen auch gut finden würden, ja, das mit der Entfesselung, das ist wie eben mit Klimaschutz und Umweltschutz, ja. Aber wenn es sie dann selber trifft,
ist dann blöd. Ja? Und wie gibt es eine große Idee überhaupt? Könnte man das machen? Ja, das lässt sich machen. Das greift ja den Punkt auf, den ich eben als einen wesentlichen Punkt zur Innovationsförderung genannt habe. Ich mag das Stichwort Entbürokratisierung nicht so gerne, weil das quasi bei der Verwaltung oder dem Management dieser Prozesse anknüpft. Aber das eigentliche Problem ist ja die Restriktionswirkung dieser unterschiedlichen Rechtsbereiche. Also wenn man mit diesem komplizierten Recht zurechtkommen will, braucht man ja auch eine Expertise in den Verwaltungen, ob die nun bei den Unternehmen im Management angesiedelt ist oder ob die bei der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist. Nur wenn die Regelungen weniger kompliziert werden und wenn es klare Prioritäten dabei gibt, dann wird das ganze System auch unbürokratischer. Also es kommt auf die Regelungen an und dass man diese durchforstet, das kann man schon. Das Problem ist erstens, das ist nicht alles Bundesaufgabe, zum großen Teil ist es Landesaufgabe. Und die Länder können sehr wohl Prioritäten setzen. Ich sehe jetzt die neue baden-württembergische Landesregierung macht das für den Klimaschutz und sagt, der Klimaschutz soll nun Priorität haben vor dem Umweltschutz, will das rechtlich umsetzen, sodass sie dann in den Verwaltungsgerichtsprozessen eben auch diese Priorität haben. Und man dann als Einzelner, wenn man jetzt im Vorgarten oder im Hinterhof eine bestimmte Infrastruktur nicht haben will, weniger erfolgreich klagen kann. Heute können Sie durch alle unterschiedlichen Rechtsbereiche immer bis in die letzte Instanz klagen. Es dauert ewig, ja, bis das dann umgesetzt wird. Und das ist sozusagen das Problem. Ich glaube, da muss man ran. Diese Entfesselungsidee im diametralen Widerspruch zu dem Neodirigismus, den wir jetzt im Bereich der Umweltpolitik überall beobachten, die EU will ja alles regulieren. Die Leute haben das Gefühl, da ist ein Missstand, dann ruft man nach dem Staat, dass er es reguliert. Das ist ja genau das Gegenteil von Entfesselung. Viele Leute glauben, der Staat könne Innovationen hervorbringen, aber die Entfesselungstheorie sagt, das ist der Markt, der das kann und der Staat bremst nur, der tut nur so, als würde er Innovationen hervorbringen und wenn, dann sind es welche, die dann die Wettbewerbsfähigkeit nicht steigern. Ja, du hast absolut recht. Nur der Punkt ist der, wenn man sich gerade die Grüne Partei anschaut, die ja Klimaschutz über alles stellt in dieser Diskussion, gerade auch in der Ampelkoalition, die weiß auch von ihrer Klientel her, dass eine ganze Reihe von Bereichen, die für ihre Klientel, für ihre Wählerinnen und Wähler wichtig sind, auch im Umweltschutz, dass die dem Klimaschutz entgegenstehen. Und naja, ein bisschen muss man darauf bauen, dass das alte Nixon goes to China Argument zieht, dass diejenigen, die dann ja, vor allen Dingen beim Klima nach vorne wollen, eben auch einsehen, dass sie dann beim Umweltschutz auch Abstriche machen müssen. Das würde eine unionsgeführte Regierung nicht so leicht tun können. Ja? Ja gut, so, jetzt kommen wir zu Herrn Zeitler, der schon lange wartet mit seiner Frage. Danke, ich wollte vielleicht eine Bemerkung, eine Frage zuerst zu Inflationsaussichten machen und dann zu dem, was gerade diskutiert worden ist, der Wachstumsaussichten und Klimaschutz. Bei der Inflation wird ja immer gesagt, ja, es sind überwiegend temporäre Faktoren, Sie haben es ja auch dargestellt, sicherlich der Rückprall-Effekt der Umsatzsteuererhöhung, Senkung und Erhöhung ist ein temporärer Faktor. Aber schon bei den Energiepreisen wäre ich mir nicht so sicher, ob die sich so schnell entspannen wie früher. Von der Angebotsseite sind die großen Lieferanten nicht mehr so flexibel, etwa in den USA, auch durch die Klimaauflagen, Umweltauflagen, können die nicht mehr so schnell die Produktion hochfahren. Es sind einige wichtige internationale Lieferanten ausgefallen, Libyen nach wie vor, Iran wegen der Sanktionen aus anderen Gründen, sodass ich nicht weiß, ob von der Angebotsseite her sich die Situation schnell entspannt. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass schon jetzt die Energiepreise breit in die Wirtschaft hineinträufeln. Das geht bis zum Bäcker, die Backwaren sind schon teurer geworden. Das geht bis zu den Zeitungen. Die Zeitungen, Printmedien sind teurer geworden, auch Preiserhöhungen angekündigt. Das geht in alle Bereiche rein und wird sicherlich dann auch die Tarifverhandlungen erfassen. Deshalb ist die Frage der Inflationserwartungen, meine ich, sehr aktuell. Und sie können mit den geringsten Nebeneffekten beeinflusst werden, wenn man früh handelt. Und deshalb vermisse ich eigentlich in der EZB dieses klare kommunikative Bekenntnis, rechtzeitig Inflationserwartungsbildung entgegenzutreten. Das wäre die Hauptaufgabe. Und man sollte sich auch nicht zu unfein sein, neben den sachlichen Argumenten auch die personelle Seite zu diskutieren. Es wird die neue Regierung
eine wichtige Personalfrage, nämlich die Nachfolge von Jens Weidmann im nächsten Jahr dann zu klären haben. Und hier sollte man auch sehr aufmerksam sein, dass hier jemand vorgeschlagen wird, der die Stabilitätstradition Deutschlands hochhalten kann. Haben Sie jemanden im Auge? Ja, ich habe eine Reihe. Es gibt eine Reihe von Namen, auch über die in der Öffentlichkeit genannt hinaus, die alle Anforderungen erfüllen, die wissenschaftlich fundiert sind, die kommunikativ, operativ gut sind, die international vernetzt sind. Ich würde die aber ungern jetzt durch öffentliche Nennung verbrennen, wenn ich das sage. Aber wenn jemand das Interesse hat, es gibt diese Persönlichkeiten durchaus. Und ich glaube, die Diskussion ist beim letzten Mal bei der Nachfolge von Frau Ladenschläger nicht in dieser Breite geführt worden. Und ich würde deshalb fragen, ob die Möglichkeit besteht, auch von Seiten des Sachverständigenrats auf diese Frage der Bedeutung beizumessen, die sie braucht. Denn wie gesagt, alle Sachargumente helfen nichts, wenn letztlich nicht die Personen in den entscheidenden Schaltstellen sind, die sich dafür einsetzen. Aber die zweite Bemerkung geht eine Frage über zum Klimaschutz. Sie haben, und das wird hier jeder unterschreiben, gesagt, wir müssen Technologieführer sein, damit wir die Wirtschaft nicht kaputt machen. Und da frage ich mich, wo zeichnet sich das ab? Und geht nicht eigentlich die Entwicklung in eine sehr bürokratische, regulativ bestimmte Entwicklung? Herr Sinn, Sie haben es ja auch gerade angesprochen. Technologieführerschaft beim Klimaschutz. Wo sind wir zum Beispiel bei der Kohlenstoffspeicherungstechnik? Auf die Norwegen, auf die Großbritannien sehr stark stellen. Bei uns ist es durch ein Gesetz, das von den Grünen angestrebt worden ist, weitgehend ausgeschlossen. Beim Thema Kernenergie brauche ich ja nicht viel zu sagen. Die Diskussion ist bekannt. Es ist vielleicht weniger bekannt, dass in Frankreich die Grünen für die Kernenergie sind und in Finnland auch. Vielleicht kann das die Diskussion etwas öffnen. Und beim Thema neue Technologien, Wasserstoff, sehe ich auch noch nicht die große Strategie, wie man den Wasserstoff etwa in Rumänien oder Australien mit Sonnen- und Windenergie günstig herstellen kann, nach Deutschland liefern kann, um ihn dann hier entsprechend einzusetzen. Auf der anderen Seite, also so viel zum Thema Technologieoffenheit, auf der anderen Seite sehe ich die große Gefahr, dass wir ja allein durch die europäische Taxonomie, die sich anheischt, macht jede einzelne technische Entwicklung, jedes Produkt einschließlich der Lieferkette auf Klimafreundlichkeit zu analysieren und dann den Daumen Ja oder Nein zu heben. Dazu das noch ausstehende Projekt der Grenzausgleichsabgabe, was ja auch ein bürokratisches Ungetüm sein wird. Da sehe ich eigentlich die große Gefahr, dass wir die Wachstumsaussichten, lässt auch das Wachstumspotenzial doch erheblich beeinflussen. Und deshalb die Frage ist hier nicht im Sachverständigenrat abgeleitet alles von den klassischen Indikatoren, was die Wachstumsaussichten angeht, etwas zu positiv gesehen. Wenn man diese Risiken, die sich ja jetzt abzeichnen, eigentlich noch nicht so richtig im Blick hat. Ich darf noch ergänzen. Ich meine, es wird immer gesagt, wenn der Staat jetzt anordnet, dass wir also auf die traditionellen Brennstoffe verzichten, dann ist er ein Innovationstreiber. Das wird das Wachstum hochbringen und dann steigt unser Lebensstandard. Ist das überhaupt richtig in dem Sinne oder ist das einfach nur Unsinn? Also, soweit würde ich nicht gehen, dass es nur Unsinn ist. Also wir haben natürlich schon auch mit bestimmten Regulierungen es in der Vergangenheit geschafft, Innovationen anzuregen, die dann nachher auch weltweit wichtig waren. Katalysator ist immer das Beispiel, das genannt wird. Aber ich will das nicht nur über diese einzelnen Beispiele machen. Also ich glaube schon auch, dass Märkte ja immer gewisse Rahmenbedingungen haben. Manche kommen einfach nur zustande, indem wir Verfügungsrechte sichern und Vertragsfreiheit, aber für andere gilt dann schon auch noch mal etwas mehr an Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass die Märkte gut funktionieren. Also damit will ich jetzt nicht denjenigen, die dieses Regulierungsargument stark machen, Hans-Werner, zu viel Argumentation geben. Ich will nur sagen, so schlimm ist es jetzt nicht, ja? Dass da gar nichts passiert. Wir haben den Markt als Entdeckungsverfahren nicht. Wir haben jetzt die Politik als Entdeckungsverfahren für neue Technologien. Die Unternehmen sind zu dumm, zu wissen, was ihre zukünftigen Marktchancen sind. Da brauchen sie die Vorgaben der Politiker.
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir sind natürlich beim Klimaschutz in einem Bereich, wo wir sagen können, das ist nun wirklich ein gewichtiger externer Effekt. Ja, klar. Und aber das Argument ist ja nicht der externe Effekt. Das ist klar, den gibt es. Und das ist ein Grund für Staatsintervention. Ja. Aber das Argument, das draufgesetzt wird, ist, es hilft ja auch unserem Lebensstandard in materieller Hinsicht, mal abgesehen von dem Klima. Wir werden ja auch noch reicher dadurch, dass wir jetzt die fossilen Brennstoffe abschalten. Das ist doch das Argument. Ja, also, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Ne? Ich würde schon auch sagen, dass der externe Effekt eine Begründung dafür liefert, jetzt nicht nur auf CO2-Bepreisung zu setzen, sondern auch Rahmenbedingungen zu setzen für Innovation. Ja, ja. Also nehmen wir beispielsweise die EU-Regulierung, die Sie angesprochen haben, Herr Zeidler. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, wenn also auch pragmatisch gesehen, die Regulierung wird ja kommen. Und dann muss sie so ausgestaltet sein, dass sie nicht schädlich ist für den Übergang, den wir hier zu leisten haben. Beim Thema Wasserstoff heißt das, wenn die ESG-Regeln nur grünen Wasserstoff akzeptieren, beziehungsweise Unternehmen, die mit grünem Wasserstoff arbeiten, kriegen dann das Go, den grünen Punkt sozusagen, dann haben wir ein Problem. Denn die Umstellung auf Wasserstoff kostet viel Geld. Aber die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff wird noch eine Weile dauern. Also müssen wir die Zwischenschritte mit blauen und türkisenem Wasserstoff erreichen. Und das muss auch in der Regulierung entsprechend berücksichtigt werden. Und ich glaube schon auch, dass die EU-Kommission, die jetzt ja schon im Hinblick auf Atomkraft massive Zugeständnisse gemacht hat für bestimmte EU-Länder, also insbesondere Frankreich gegenüber, dass die dann schon auch sagen und anerkennen muss, wir müssen die Regeln entsprechend festlegen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir, Sie haben recht, dass Personen eine Rolle spielen. Also wenn man sich anschaut, wie die unsägliche Sektorregulierung, die wir im Moment bekommen haben, für die CO2-Einsparungen der nächsten Jahre, wie die zustande gekommen ist, dann hat ein Staatssekretär aus dem Umweltministerium hat seine Zustimmung gegeben auf EU-Ebene. Das Kanzleramt war darüber nicht informiert. Das kann doch nicht sein, ja? Sowas darf nicht sein. Also da muss schon auch eine klare Linie in dieser neuen Bundesregierung da sein, dass da nicht irgendwer seine Spezialziele verfolgen kann, ohne dass die anderen zugestimmt haben. Ja? Das sind so ein paar Punkte. Aber jetzt nochmal in dem breiteren Thema Klimaschutz. Ich wäre hinsichtlich der Frage Technologieoffenheit bei aller Skepsis nicht ganz so pessimistisch. Herr Zeidler, ich glaube, dass die Vorverträge, die wir beispielsweise mit Australien für eine Wasserstoffallianz getroffen haben, dass die, wenn wir sie jetzt nun weiter ausbauen können, also richtig mit Leben füllen können, durchaus auch ein wesentliches Element für die Wasserstoffstrategie bilden können. Das ist ja modellhaft auch als Vereinbarung mit anderen Ländern. Und gerade im Hinblick auf Australien haben wir einen Staat, der grünen Wasserstoff liefern kann, der sehr stabile Rahmenbedingungen hat, wo wir wirklich verlässlich agieren können, was wir beispielsweise ja in Nordafrika nicht ohne weiteres können. Ja? Also wenn man das so ein bisschen durchdekliniert, haben Sie in verschiedenen Dimensionen, was die Klimapolitik anbetrifft, recht. Also beispielsweise die Speicher, die nicht gebaut werden dürfen. In anderer Dimension wäre ich ein bisschen positiver. Und man muss schon auch noch sehen, dass ein höherer CO2-Preis zusätzliche Innovationen hervorrufen kann. Bei einem CO2-Preis von 100 Euro je Tonne CO2 werden synthetische Kraftstoffe wettbewerbsfähig. Und da wird an vielen Universitäten geforscht, an der TU. Ich weiß es von Freiburg, ich kenne die Ergebnisse von der ETH Zürich und da von der ETH habe ich auch die Bemerkung, dass bei 100 Euro je Tonne CO2 ihr Modell, also ihr Produkt wettbewerbsfähig würde. Und das erlaubt es, über eine Carbon Capture Technologie CO2 aus der Atmosphäre abzuscheiden, in synthetische Kraftstoffe zu verwandeln. Und da muss man sagen, das Verbot des Verbrennermotors ist falsch. Ja? Also ich glaube schon, dass man auch im Hinblick auf diese Technologien die Klimapolitik nochmal durchdiskutieren muss. Und wir müssen natürlich auch in dieser Ampelkoalition darauf setzen, dass einerseits auf der grünen Seite die Einsicht da ist, wir wollen ja ein gutes Ergebnis bekommen und andererseits die Freien Demokraten darauf drängen. Ja, zusammen mit der SPD, die ja auch nicht will, dass die Industriearbeitsplätze mit hohen Löhnen und Gehältern verloren gehen. Noch eine Bemerkung zur Geldpolitik. Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe das ähnlich wie Sie. Meines Erachtens müsste die Geldpolitik in der Forward Guidance relativ klar machen, dass angesichts der Dynamik der Inflationserwartungen
wenn sie sich weiter steigern sollten in den nächsten Monaten im Euroraum, ein Ausstieg aus den Anleihekäufen passiert und im nächsten Schritt der negative Einlagenzins für die Banken auf Null gehoben wird und man dann nochmal weitere Schritte sehen würde. Ja, das muss sein. Zur Personalie kann ich nicht viel sagen, ich wäre aber da nicht sehr zuversichtlich, ehrlich gesagt. Denn die Personalie Bundesbankpräsident, Präsidentin gehört zum gesamten Personaltableau, das diese neue Bundesregierung festlegen muss. Und da werden vor allen Dingen politische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen und nicht die Stabilitätsorientierung. Noch eine Anmerkung zum australischen Wasserstoff. Die Australier beliefern ja Japan schon in großem Stil mit Wasserstoff, aber das ist kein grüner Wasserstoff. Natürlich sollte man hier nicht unerwähnt lassen, sondern der wird durch Abspaltung des Wasserstoffs aus den Kohlenwasserstoffen, also den fossilen Brennstoffen, gewonnen und übrig bleibt CO2. Das ist heute die Realität. Das andere ist Zukunftsmusik, nicht? Das werden wir vielleicht eines Tages haben. Aber ich möchte jetzt noch einen Schritt machen zu Herrn Tenbücken, der also für den Mittelstand steht. Was erwarten Sie sich denn von der neuen Bundesregierung für den Mittelstand? Großer Bewunderer der Volkswirtschaftslehre, der Makroökonomie und vor allem auch ihres Instituts in Freiburg. Andererseits möchte ich jetzt hier mal ein bisschen den Spielverderber spielen, weil ich habe gerade so etwas den Eindruck, wir befinden uns, ich will nicht sagen bei Alice im Wonderland oder im Wünsch dir was Programm. So ein bisschen scheint diese Positivstimmung, die die Ampelkoalition versucht, übers Land zu legen, auch die Makroökonomen erfasst zu haben. Sie haben ja einerseits gesagt, die Schuldenbremse ist nicht das Problem, also Einhaltung der Schuldenbremse steht sozusagen der Finanzierung der künftigen Bundeshaushalte nicht entgegen. Andererseits soll es keine Steuererhöhungen geben. Schattenhaushalte, Investitionsgesellschaften, Deutsche Bahn wird ja immer wieder genannt als ein Beispiel, sind auch nicht wirklich vorgesehen. Da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil ich schon glaube, dass das, was uns im Wahlkampf gesagt wurde und was die politisch Verantwortlichen auch meinen, so meine Einschätzung, eine andere Sprache spricht. Also ich glaube, die Rechnung kommt später, da werden wir uns alle noch wundern. Jetzt aber mal einen kurzen Blick auf die Mikroökonomik sozusagen, beziehungsweise auf die Realität in den Betrieben, in den Unternehmen. Da sieht nämlich die Welt nicht so rosig aus, wie sie gerne von der Ampelkoalition oder auch jetzt der Eindruck, der in Ihrem Vortrag entstanden ist, beschrieben wird. Was ich sehe, ist eine hohe Verunsicherung. Die Argumente sind zum Teil schon genannt worden. Energiekosten, Regelungswut, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, das wir heute sehen. Herr Egger wird ja gleich noch was dazu sagen aus Sicht der Gastronomie und Hotellerie. Ich sehe also verschiedenste sozusagen auch psychologische Faktoren, auch die steigenden Zinserwartungen, die ja wiederum auch um private Investitionen bzw. Investitionen von Familienunternehmen in die Zukunft gerichtet beeinflussen werden. Wie viel Geld nehme ich auf bei einer gewissen Markterwartung? Wie viel investiere ich in meinen Betrieb? Dass wir hier vielleicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Wir haben ja sehr viel im Wahlkampf über die Großunternehmen gesprochen. Der Mindestlohn betrifft ja sehr stark auch große Unternehmen, die, sagen wir mal, am unteren Rand eben 10 oder 12 Euro bezahlen. Mittelständische Unternehmen mit Facharbeitern zahlen ja viel mehr. Ja, also der Fokus hier ist sehr stark auf der Großindustrie. Auch die ganze Frage der Subventionen, wie können wir grün werden, hat sich sehr stark auch auf die Industrie fokussiert. Aber es ist einfach mal ein Fakt, dass etwa 80% der Angestellten im Mittelstand sind, auch die Ausbildungsplätze im Mittelstand mehrheitlich bereitgestellt werden. Und wenn ich jetzt einfach mal so etwas unwissenschaftlich sagen darf, wenn ich den Puls fühle bei vielen Mittelständlern, und ich glaube, der IFO-Geschäftsklimaindex, der sich ja sicherlich auch stark aus den Erwartungen des Mittelstands speist, geht da in eine ähnliche Richtung, bin ich nicht mehr so bullisch wie Sie und auch die Ampelkoalition, was die Zukunftserwartungen und die Möglichkeiten dieser Potenziale, die wir nur freisetzen müssen, anbelangt. Ich glaube, da könnten wir noch eine böse Überraschung erleben. Ja, also Ihre Bemerkung, die ist schwer zu kontern, weil Überraschungen sind immer drin. Und ich habe eigentlich gar nicht versucht zu beschwichtigen, sondern nur in der Hinsicht, dass die großen Verschuldungsvorhaben, die es in verschiedenen Teilen der neuen Ampelkoalition gibt,
am linken Flügel der SPD ganz stark von den Gewerkschaftsökonomen und SPD-Ökonomen befeuert, mit großen Umgehungsstrategien für die Schuldenbremse, dass das so nicht funktionieren wird. Und auf der anderen Seite das, was wir an Investitionserfordernissen haben für diese Bereiche Klimaschutz, Digitalisierung, weil die rechtlichen Beschränkungen zu stark sind. Ja, also nimm das Beispiel Rücklagen. Ja. Ich habe da auch mit Marcel Fratscher was in der Zeit dazu geschrieben. Und der hatte schon die Vorstellung, dass dann 500 Milliarden Euro aufgenommen werden und in einen Fonds gegeben werden. Das ist nicht machbar. Man muss, wenn man im nächsten Jahr über die Schulden, über die Regelgrenze der Schuldenbremse hinaus zusätzliche Mittel aufnimmt, diese begründen können, wie deine Eingangsfrage war, mit dem aktuellen Corona-Notstand. Mit dem Corona-Notstand. Ja, ja. Ja, und im Grunde, wenn man die alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den vorherigeren Fiskalregeln, also Investitionsorientierung plus Störung des gesamten wirtschaftlichen Gleichgewichts nimmt, da stand auch immer drin, die Maßnahmen müssen geeignet sein, um dieses Problem, das wir da haben, nämlich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, zu bewältigen. Das funktioniert nicht, aber was doch funktioniert, ist doch klar, das sind diese Fonds, wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den wir letztes Jahr aufgelegt haben. Der hat also die Staatsschuldenquote nochmal hochgetrieben, ja. Zählt aber nicht zum Defizit. Und da das Grundgesetz mit der Defizitregel da ja nicht greift, kann man das machen. Also das ist doch der große Trick, den die neue Regierung jetzt plant. Sie will außerhalb des Budgets liegende Fonds aufbauen und auch die KfW und die Bundesbahn, das haben Sie ja gerade gesagt, einsetzen, um die ganzen Ausgaben zu machen. Das sind dann aber nach den Regeln von Eurostat großenteils Staatsschulden, ohne dass der Zuwachs der Staatsschulden als Defizit gilt. Das ist der große Trick. Und ich habe mich ja gefragt, warum Herr Lindner der Meinung ist, dass man die Defizitgrenze des Maastrichter Vertrages von 60 auf 100 hochsetzen will. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Nicht? Das steckt doch wohl dahinter, dass man hier irgendwie einen Ausweg sucht aus diesem Dilemma, dass man sich nicht verschulden darf, dass man die Steuern nicht versprochen hat, nicht zu erhöhen und trotzdem das ganze Geld braucht für diese schönen Programme. Nicht? Also der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist nicht einfach aus der Schuldenbremse raus, sondern nur sofern er eine Als Defizit, aus der Defizitgrenze ist er raus, er ist in der Schuldengrenze beim Budget, Niveau raus. Also die 60%-Regel gilt auch dafür. Nicht? Ja, du bist jetzt bei den europäischen Regeln. Jetzt nimm mal die Schuldenbremsenregel, die anders agiert. Den deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds nehme ich. Den deutschen, die 200 Milliarden. Die sind genauso. Zählt nicht zum Defizit, zählen aber zu den Staatsschulden. In den europäischen Regeln ist das klar. Hier geht es um die Frage, welche finanziellen Transaktionen tätigt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ja. Mit seinen Beteiligungen, die stillen Beteiligungen, die Eigenkapital Spritzen, die er geliefert hat für Teile der deutschen Wirtschaft. Das gilt als finanzielle Transaktion und wird nicht reingerechnet und ist nicht schuldenbremsenwirksam. Ja, ist wenn aber, ein klares Defizit. Denn der nimmt ja Kredite auf. Naja, er kriegt die Staatsschulden auf der anderen Seite, wachsen, ohne dass das ein Defizit ist. Das stimmt, die Staatsschuldenquote steigt dadurch. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich dann schon, dass ich auch ein Asset auf der anderen Seite habe. Ja, gut. Aber eine Beteiligung. Ja, wir rechnen aber sonst bei den Schulden immer nur die Bruttoschulden und nicht die Nettoschulden, indem wir das abziehen, was der Staat an Vermögensobjekten dafür kauft. Das ist auch korrekt. Nur du kannst natürlich mit dem, es ist wichtig, dass man diese finanziellen Transaktionen dann auch richtig begreift und sich fragt, was passiert denn da? Ist das jetzt eine verdeckte Schuldenfinanzierung oder haben wir, wie das ja mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds geplant ist, eigentlich nur eine temporäre Geschichte, dann wird nochmal zurückgezahlt. Und wir sehen ja jetzt die Rückzahlungen bereits. Das heißt, man müsste den Zweck entfremden. Und auch da gibt es eine Restriktion verfassungsrechtlich. Man kann nicht einfach mit solchen Fonds beliebig hantieren, sondern das, was wirklich als verdeckte Schulden enttarnt werden kann, wird dann auch der Defizitwirksamkeit der Schuldenbremse, so will ich sagen, zugerechnet. Und genau das Gleiche hast du mit dem Transformationsfonds bei der KfW. Das kann man nicht einfach machen. Ja? Es muss immer, also einerseits muss im Hinblick auf die sogenannte Kapitalzuführungsregel klar sein, wenn Mittel in einen solchen Fonds gehen und der Fonds nutzt sie in irgendeiner Form, dass damit nicht
eine verdeckte Verschuldung auftritt. Ja? Wenn ich Geld an die Deutsche Bahn gebe, damit sie die Schieneninfrastruktur erneuert von Seiten des Bundes, bin ich außerhalb der Schuldenbremse, es sei denn, es ist völlig klar, dass damit eigentlich nur eine verdeckte Schuldenfinanzierung stattfindet. Also wir haben dann auch jenseits des engeren Kreises, den die Schuldenbremse zieht, ja weitere haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen, die es verhindern, dass die Bäume an der Stelle in den Himmel wachsen. Und das gilt für alle Umgehungstatbestände, die im Moment diskutiert werden. Ja? Na gut. Also von daher sind bist die Regeln... Bist du optimistischer? Regeln, ich bin bei der Warum Schulden, will Herr Lindner dann, dass wir auf 100% gehen? Ja, das, ich weiß gar nicht, wo du das her hast, dass er das will. Das ist Regling. Nein, ja, Lindner hat dem zugestimmt, so. Hat gesagt, darüber kann man reden. Das kommt vom Regling. Ja, ja, aber er war ja vorsichtig, weil er es nicht festlegen wollte. Ja, ja. Ich würde nicht sagen, er ist dafür. Also meines Wissens ist die Grundorientierung im Sondierungspapier klar, dass die europäischen Schuldenregeln flexibel genug sind und man nichts ändern müsse. Das ist durchaus ein Wermutstropfen, der da aufgeschrieben ist, denn die sind wirklich flexibel genug. Das heißt, sie wirken nicht restriktiv genug. Ja? Na gut. Nur wenn man sie aufbohrt an der Flexibilität und die reduziert, dann kommt die 100% Veränderung, ja? Die Regling auch unterstützt hat. Ja, aber nochmal, ich muss zum Mittelstand natürlich noch ein bisschen was sagen. Also ich weiß, dass der Mittelstand skeptischer ist gegenüber der Ampelkoalition aus unterschiedlichen Gründen. Ich würde aber, wenn ich jetzt die Rahmenbedingungen anschaue, das auch für den Mittelstand nicht so negativ sehen in den weiteren Schritten, die jetzt folgen. Sie haben ja Arbeitsmarktpolitik genannt. Der Mindestlohn trifft die Mittelständler deutlich weniger. Bei den großen Unternehmen haben wir die ganze Bandbreite an Löhnen und bei den kleineren Dienstleistungsunternehmen, da greift der Mindestlohn relativ stark. Also beispielsweise im Gastgewerbe, der Hotellerie und so weiter. Da kommen wir noch dazu. Ja? Und das sind nun die unangenehmeren Entscheidungen dieser Ampelkoalition, weil die Sozialdemokraten nicht bereit sind, bei der Arbeitsmarktpolitik und bei der Renten- bzw. Sozialpolitik Abstriche zu machen. Da wollen sie Verbesserungen aus ihrer Sicht realisieren. Es sind nicht unbedingt Verbesserungen für die deutsche Wirtschaft. Manchmal ist aber auch wichtig zu sehen, was nicht geregelt werden wird und was sich schon im Sondierungspapier abzeichnet. Also beispielsweise die Reform der sachgrundlosen Befristung, die noch im letzten Koalitionsvertrag drin stand, aber nicht mehr abgearbeitet wurde, die wird nicht passieren. Ja, das ist vom Tisch. Das haben die Koalitionäre jetzt schon von den Eckpunkten her festgelegt, dass da nichts passieren wird. Und so gibt es eine ganze Reihe von kleineren Verbesserungen auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die dann für die Mittelständler durchaus auch positiv sein können. Ob das die Stimmung nachher verbessert, werden wir sehen. Ja? Wenn insgesamt die deutsche Wirtschaft wieder besser läuft, wird auch die Stimmung der Mittelständler besser werden. Vielleicht nur eine kurze Nachfrage an der Stelle. Wir hatten ja schon mal eine Situation, wo wir gedacht haben, wir können über, sage ich mal, Investitionen in grüne Energie, ich gehe jetzt mal so 20 Jahre zurück etwa, zu einem Exportschlager werden. Ja? Stichwort Solar, Wind. Das Gegenteil war ja der Fall. Also die Solarenergie ist pleite, die Solarproduktion in Deutschland ist runtergefahren worden auf null. Windkraft spielt sich mehr oder weniger auch eher in Spanien jetzt mit Siemens Gamesa ab. Warum glauben Sie, klappt es dieses Mal, dass jetzt sozusagen die grüne Agenda zu einer Art Exportschlager und Produktionsschlager der deutschen Industrie werden kann? Ich würde ja jetzt sagen, wenn Sie Windkraft in Spanien nehmen von Siemens, ist das doch ein Exportschlager, ne? Zumindest sitzt die Firma jetzt da, die ja? Die Firma hat ihren Sitz dort und die Technologien, also die das deutschen... Das ist eine Wachstumsgeschichte ohne Ende. Absolut. Zunächst einmal, die Gamesa-Investition war ja der letzte Schritt schließlich. Aber davor, schon mit einer Anfangsinvestition, mit einem kleinen Unternehmen Bonus, hat man das Geschäft rund um den Globus in einer Art expandiert, dass man eine der schönsten Wachstumsgeschichten hier haben kann. In den letzten Jahren kommt Gamesa ein paar Mal ins Gespräch, weil einige Projekte offensichtlich etwas Probleme machten. Aber ich bleibe dabei, das wird ein großes Wachstumsgebiet für Siemens Energy sein. Genau, wieder Großindustrie, ja. Ich rede vom Mittelstand. Ja. Ja, gut, aber ich meine, das ist natürlich es muss sich lohnen. Immerhin wird der Fridays for Future Chefin da
einen Platz im Aufsichtsrat angeboten. Wir kommen zur letzten Frage. Das war ein Gerücht, das sich nicht realisiert. War nur ein Gerücht. Wir kommen zur letzten Frage. Herr Egger, wie sieht das jetzt aus mit den Fachkräften, zum Beispiel in der Gastronomie, oder welche Sorgen haben Sie? Fachkräfte, ich glaube, wir haben nicht nur ein Problem mit den Fachkräften, wir haben generell ein Arbeitskräfteproblem. Die Fachkräfte waren die letzten 10 Jahre, ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden die Arbeitskräfte eigentlich dann das Problem auch sein, die uns im Moment alle fehlen. Und Corona war da vor allem für die Gastronomie, für den Tourismusbranche ein Beschleuniger, weil viele Leute aufgrund der Kurzarbeit auch aus dem System ausgeschieden sind und auch finden uns jetzt in der vierten Welle und auch nicht mehr genau wissen, wie es jetzt weitergeht und wahrscheinlich auch nicht mehr im vollen Umfang zurückkommen werden. Aber ich glaube, man muss es auch nochmal positiv sehen. Sie haben gesagt, es gibt keine Argumente für Steuererhöhungen. Das ist, glaube ich, für den Mittelstand und für die Familienunternehmen auch ein sehr guter Ausblick, dass eigentlich die FDP mit ihren Themen auch durchkommen kann. Und wir hoffen alle, dass sie da nicht umfällt, dass keine zusätzlichen Abgaben und Steuern uns drohen werden. Weil ich glaube, das wäre für uns ja ein weiterer vernichtender Schritt in der Wettbewerbsfähigkeit, vor allem auch im internationalen Bereich in den Grenzregionen. Und ich glaube, das ist ein positiver Ausblick für heute Abend, dass Sie sagen, FDP kann oder die neue Bundesregierung kann auch ohne zusätzliche Steuererhöhungen und Abgaben sich durchsetzen. Meine Frage war nochmal vielleicht auf den Mindestlohn bezogen. An den Wahlurnen ist über den Mindestlohn ja jetzt abgestimmt worden, sozusagen die Tarifautonomie aufgebrochen worden. Ist ein starker Anstieg, 2 Euro, der kommen soll. Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht auf die Inflation eigentlich auch aus? Weil eigentlich ist es doch auch ein Antrieb für die Lohnpreisspirale und auch die Folgelöhne müssen dadurch ja dann eigentlich auch steigen. Und ist es eigentlich in diesen Erwartungshaltungen schon eingepreist? Letzteres weiß ich nicht, ob es schon eingepreist ist, aber Sie haben völlig recht, dass der Mindestlohn, wenn er auf 12 Euro angehoben wird, ja ein kräftiger Schritt ist. Ab 1. Juli nächsten Jahres würde er ja auf, ich glaube, 10,45 steigen. Und dann ist es natürlich nochmal was Kräftiges. Das verändert insgesamt die Lohnskala. Das ist schon völlig klar, meines Erachtens. Und alleine das wird schon auch dafür sorgen, dass wir im Hinblick auf die Gefahr von Lohnpreisspiralen einen ungünstigen Effekt bekommen. Ja, also das, was wir vorher im Hinblick auf die Inflation diskutiert haben, bekommt dadurch nochmal einen neuen Schub. Absolut. Ich finde, im Grunde ist dieser Vorstoß von staatlicher Seite nun einzugreifen und den gesetzlichen Mindestlohn nochmal zu setzen in einem zweiten Schritt. 8,50 war ja das erste, 12 Euro ist jetzt das zweite. Das ist vor allen Dingen ordnungspolitisch ausgesprochen problematisch. Denn wozu braucht man denn eine Mindestlohnkommission, die angeblich unabhängig ist, wenn der Staat alle 4 Jahre eingreift und die Mindestlöhne so festsetzt, wie er es will? Wir haben ja von Seiten des Sachverständigenrats den Mindestlohn heftig kritisiert, wie ihr das damals im IFO auch gemacht habt. Und du warst da ja an vorderster Front immer auch kritisiert. Wir sind auch heftig kritisiert worden, weil wir den Mindestlohn skeptisch gesehen haben. Und eines unserer Argumente war im Grunde immer, dass der Mindestlohn jedenfalls zu einem Wahlkampfobjekt werden wird. Und das von Wahlkampf zu Wahlkampf. Und dann geht er immer höher. Und irgendwann haben wir die Situation, dass er eben auch schädlich ist für die Beschäftigung. Und trotz aller Diskussionen um Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel im Zuge der Demografie, muss ja die Sorge sein, dass man etwas bekommt, was wir beispielsweise in Frankreich haben, nämlich über zu hohe Löhne im Bereich der Geringqualifizierten, dort eine strukturelle Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite für die besser qualifizierten Arbeitskräfte und Fachkräftemangel. Und das will man parallel eigentlich nicht haben. Und Frankreich hatte das 2019 schon vor der Corona-Krise stark verspürt. Ja? Also das sollten wir möglichst nicht tun. Natürlich hat die Mindestlohnkommission auch Möglichkeiten zu reagieren. Da muss die Arbeitgeberseite jetzt nicht zwingend austreten und sagen, macht jetzt eure gesetzlichen Regelungen alleine, mal davon abgesehen, dass das auch nach hinten losgehen kann, sondern sie hat ja die Möglichkeit, Mindersteigerungen des Mindestlohns in der Zukunft zu realisieren.
um die Erhöhung auf 12 Euro wieder einzufangen. Das wird im Verhandlungsprozess nicht unbedingt einfach sein, aber es ist eine Möglichkeit. Und da wird es auch wiederum personell eine Rolle spielen, wie die Zusammensetzung der Mindestlohnkommission in den Folgejahren sein wird. Also wer wird der Vorsitzende sein und so weiter. Also das sind alles Fragen, die dann zu klären sind. Das zum Mindestlohn. Ich bin ja als Nachfolger von Clemens Fuest einer der Wissenschaftler in der Mindestlohnkommission auf der Arbeitgeberseite, wobei wir ja nur beratende Funktion haben. Die ersten Bemerkungen, die Sie gemacht haben zu den Steuern. Ich glaube, man muss auch die Steuerpolitik noch mal ein bisschen differenziert angehen. Da steht klar drin im Sondierungspapier, es gibt keine Erhöhungen bei der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und der Mehrwertsteuer, also den großen Steuerblöcken. Es gibt keine neuen Substanzsteuern und ich hoffe, dass das nicht zu legalistisch ausgelegt wird, denn die Vermögensteuer ist ja gar nicht neu, sondern sie müsste nur wiederbelebt werden. Aber im Grunde sagt die FDP, die sei vom Tisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sie auch nicht realisieren wird. Ja? Das bedeutet nicht, dass man bei der Erbschaftssteuer nicht Veränderungen bekommen könnte. Da müssen wir mal abwarten. Und wir haben durchaus auch gewisse Veränderungsmöglichkeiten, wenn der Rest des Solidaritätszuschlags in Karlsruhe keine Gnade finden sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Ampelkoalition sich dann auf den Kompromiss einigt. Die Belastung, die der Soli heute verursacht, bei den hohen Einkommen in der Spitze des Einkommensteuertarifs abzubilden, also das dann dauerhaft dort hineinzunehmen in den Einkommensteuertarif und dann gewisse Entlastungen im unteren Bereich vorzunehmen, die ja auch im Sondierungspapier drinstehen, wenn der Finanzierungsspielraum da wäre. Ich glaube, das muss man vor Augen haben, das könnte gut passieren. Und das würde die FDP versuchen auch zu verkaufen an ihre Klientel. Und dann gibt es so Kleinigkeiten, also die Grünen und die FDP sind sehr offensiv eingetreten für eine Legalisierung von Cannabis. Das kann man dann besteuern. Nach den Simulationen, die vorliegen, gibt das etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist nicht so ganz wenig, ehrlich gesagt, für so ein spezifisches... Ja, die Gesundheitsfolgekosten nicht eingerechnet, aber es ist auch schwer, die abzuschätzen. Ja? Weil da wird schon in einer größeren Bandbreite Cannabis konsumiert. Und man hat die kritischen Fälle sehr stark in der Spitze, dass Schizophrenien und Ähnliches auftreten, die dann aber natürlich auch zu Dauerbelastungen führen können. Ja? Also das ist sehr schwer. Mir geht es ja um den Aspekt, dass man einerseits sagt, wir wollen die Folgekosten des Rauchens reduzieren und begrenzen und gleichzeitig die Hauptart, wie man Cannabis konsumiert, ist über das Rauchen. Also wir haben jetzt hier ein breites Spektrum diskutiert. Das geht also von der Inflation zu den Fachkräften bis zu Cannabis. Also, und viele andere Themen sind zwischendurch gekommen. Der Referent wurde geradezu gelöchert von den Anwesenden und hat sich hier wacker geschlagen. Man sieht, was Ordnungspolitik heute bedeuten kann. Nicht? Hier steht der Vertreter der Ordnungspolitik in Deutschland vom Walter-Eugen-Institut in Freiburg und er hat sehr pragmatisch zu den verschiedensten Politikbereichen gesprochen und bestimmt nicht ideologisch, sondern sich offen gezeigt auch gegenüber der Umweltpolitik und viel mehr Optimismus verbreitet, als hier vorher vorhanden war. Gehen wir doch mit diesem guten Ergebnis jetzt mal nach Hause. Vielen herzlichen Dank, lieber Lars, für diesen fulminanten Vortrag und die aktive Beteiligung an der Diskussion. Und das natürlich gilt auch für alle anderen, die heute Abend hier waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für die Beteiligung am ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates Bayern.